Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Forum, also wenn man so will, unsere zweite Auftaktveranstaltung, nach der die Referentin von vorher ist ja auch dabei, Romy Gerhardt, zu unserer zweiten Auftaktveranstaltung heute auf dem dritten Mannheimer Purpose Summit, der heute nicht in Mannheim, wie wir gerade erfahren haben, sondern am Rand von Tübingen stattfindet, in meinen privaten Räumen von Seiten her der Räumlichkeiten, die das mein Großvater und meine Großmutter hier aufgebaut haben. Das Thema heute, Propheting des Management und insbesondere die Protagonistin des heutigen Abends, Mary Parker Follett, wie auch immer wir das aussprechen. Wir erfahren etwas über eine Vordenkerin und, wenn man so will, die großformatige Frage über den Quellcode des modernen Managements. Das ist diese Frau, die viele vielleicht heute zum ersten Mal etwas mehr von ihr erfahren. Wenn wir das griechische Wort Oikos nehmen, Haushalt, insofern wenn wir zurückschauen in die Antike, als der Haushalt in der Athener Gesellschaft, war das die Sache der Frauen. Also insofern gibt es einen ersten Hinweis drauf, wenn wir über Oikos, Ökonomie, Haushalt sprechen, dass das keine klassische Männerdomäne ist. Management, Organisieren, Ökonomie. Und insofern, wenn wir in der modernen Gesellschaft uns die Frage stellen, wie organisieren wir, wie leben wir, wie bauen wir eine Demokratie auf, nach der zum Beispiel nach der Französischen Revolution, hat Hölderli mal gesagt, in Bezug, wenn wir hier bei Tübingen sitzen, kann man vielleicht zwei Vordenker dieser Moderne kurz erwähnen. Hölderlin hat mal gesagt, komm ins offene, Freund. Also wir als Individuum in der modernen Gesellschaft wissen nicht genau, wer wir sind und wo wir hinwollen. Das muss jeder für sich selbst entwickeln. Hölderlin ist diesen Weg gegangen. Ein anderer großer Tübinger Philosoph, der Kant, also insofern natürlich nicht Tübinger Philosoph, das ist ja Hegel, der Philosoph der Freiheit, hat mal auch sehr schön ausgedrückt, wie der Mensch, das hat letztendlich Hannah Arendt auch in Bezug auf Kant so übersetzt, wenn wir über die Freiheit in der modernen Gesellschaft drüber nachdenken, in Bezug auf das Organisieren und auch in Bezug auf Politik und Gesellschaft, dass kein Mensch das Recht hat, zu gehorchen. Das ist sozusagen auf dieser Ebene in der Entwicklung, wenn wir solche großformatigen Fragen stellen, wie gehen wir als Individuum mit Autorität und Macht um, auch in der Organisation. Und dann landen wir irgendwann mal, wenn wir in dieser Tradition der Antike über Hölderlin, Hegel und Kant, landen wir bei Mary Parker Follett, die vor 1868 geboren, die vor gut 100 Jahren Texte geschrieben hat, wo wir heute, wenn wir die entdecken und wiederentdecken, wir uns die Frage stellen, warum ist die fast unbekannt? Und was hat diese Vordenkerin in der modernen Management mit der Frage, wie organisieren wir, alles schon vorgedacht, was wir heute letztendlich 100 Jahre später immer so, noch so diskutieren, als ob das komplett neu gedacht, zum ersten Mal neu gedacht ist. Es gibt so ein schönes Zitat von Susan Moore, das ist eine Frau, die mit etwa 40, 45 promoviert hat, vorher im Management in Großbritannien in verschiedenen Funktionen tätig war. Und die hat mal gesagt über Mary Parker Follett, ich wünschte, ich hätte Mary Parker Folletts Texte früher gelesen, als ich verstrickt war in die Führungsprobleme, in der Zeit, als ich Managerin war. Also insofern, dieses Forum soll dazu beitragen, dass Mary Parker Follett wiederentdeckt wird, 100 Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Texte. Warren Bennis, ein Vordenker der 70er Jahre aus den USA, hat mal gesagt, es ist wohl so, dass jede Generation Mary Parker Follett neu entdecken muss. Also tragen wir heute dazu bei. Allerdings, und das ist sozusagen der Ansatz unseres Forums heute, mit den Augen der nächsten Generation. Also Cecil Kronau, Lara Sophie, die drei Studentinnen der Sozialwissenschaften von der Hochschule Mannheim, die sind zurzeit im vierten Semester ihres Bachelorstudiums und alle drei, wie ich weiß, machen gerade ihr Praktikum in sozialen Organisationen. Die haben vor knapp einem Jahr, im Januar dieses Jahres, ein tolles Referat gehalten zu Mary Parker Follett mit unglaublicher Begeisterung, mit
großem Engagement bei der Recherche, also weit über den Durchschnitt hinaus. Und ein Stück weit müssen sie sich ja auch angesteckt gefühlt haben von dem, was Mary Parker Follett geschrieben hat und wie sie wirkt. Und insofern hören wir uns doch mal, und insofern Cecil, Lara und Sophie, wie erklären Sie uns Mary Parker Follett's Wirken? Wie erklären Sie das, was sie entdeckt hat, kann man so sagen? Der Quellcode des modernen Managements, würden manche vielleicht sagen, wie ich. Wer hat diese Vordenkerin, was hat diese Vordenkerin bei Ihnen ausgelöst? Das sind vielleicht so ein paar Aspekte, die wir in den nächsten 15 bis 20 Minuten von Ihnen hören dürfen. Ich freue mich sehr darauf, um dann nachher auch noch das Podium vorzustellen. Eben Frau Lag, Frau Köderitz und Romy Gerhardt. Aber erstmal haben Sie das Wort und Sie sagen bitte unserem Johannes Grimm Bescheid, wenn er die Folien weiterklicken soll. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihren Input mit der Sicht Ihrer Generation. Herzlich willkommen. Wir drei stellen euch heute die Prophetin des Managements vor, Mary Parker Follett. Ich beginne einmal weiter. Genau, ich beginne mit ihrer Biografie und was ihre Arbeit geprägt hat, Familie, Kultur und religiöse Einflüsse. Mary Parker Follett wurde am 3.9.1868 in Quincy, Massachusetts geboren, kurz nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Sie ist die ältere von zwei Geschwistern und über ihre Kindheit gibt es nur... Ich glaube, jemand hat noch sein Mikro an. Okay, gut, dann mache ich weiter. Genau, über ihre Kindheit ist nur sehr wenig bekannt. Was man aber weiß, dass sie sehr früh erwachsen werden musste aufgrund ihrer depressiven Mutter und ihres abwesenden Vaters. Und über kulturelle und religiöse Einflüsse ist nur sehr wenig bekannt. Was man aber weiß, dass sie als Kind Berührungspunkte mit dem Quäkertum hatte. 1800, genau, einmal kurz weiter. Genau, dann die ersten intellektuellen Einflüsse und ihre frühe Arbeit. 1888 beginnt sie mit ihrem Studium an dem Society of the Collegiate Instruction of Women in Cambridge. Das ist eine Erweiterungsgründung der Harvard University, die auch Frauen die Gelegenheit gab, von Harvard-Professoren unterrichtet werden zu können. Zu dieser Zeit studierten auch nur sehr wenige Frauen. Professor Albert Bushnell Hart hatte einen sehr großen Einfluss auf sie. Und 1881 kam sie dann in die USA zurück und gab einige Wochen später die erste Vorlesung in Politikwissenschaften an der Privatschule von Miss Quincy Shaw in Boston. Genau hier in Boston trifft sie dann auch ihre zukünftige Lebensgefährtin. Das ist die Miss Isabel L. Brinks. Sie war Direktorin der Schule und die beiden verbringen dann ihr Leben miteinander, bis dann Brinks im Jahr 1926 stirbt. 1869 veröffentlicht Follett dann ihre Doktorarbeit, The Speakers of the House of Representatives, und hierfür interviewte sie frühere Amtsinhaber. 1898 machte sie dann ihren Abschluss mit Summa Cum Laude, jedoch wurde ihr die Zulassung an der Harvard University zum Promotionsstudium verweigert, aufgrund ihres Geschlechts. Zeitlebens bekommt daher Mary Parker Follett keine Dauerstelle an einer Hochschule. Und eins ihrer größten Anliegen war die Professionalisierung des Managements und auch die wissenschaftliche Basierung des Managements. Genau, dann mache ich noch weiter mit einem Teil von ihrer Biografie. In den Jahren von 1900 bis 1915 war eine wichtige Zeit von ihrem sozialen Engagement. Sie hat mehrere soziale Veränderungsprojekte als freie Sozialarbeiterin ins Leben gerufen, unter anderem die Integration von jungen Einwanderern in den sozialen Brennpunkten von Boston gefördert, indem sie soziale Zentren gegründet hat. Jetzt hat jemand noch sein Mikrofon an. Das gibt jetzt ein paar Hintergrundgeräusche. Okay, ja, jetzt ist vorbei, dankeschön. Genau, das waren Orientierungseinrichtungen für arbeitslose Jugendliche. Und wichtig zu sagen ist da, dass jede Organisation auch immer eine soziale und politische Verantwortung hatte. Dann gerne einmal bitte weiter.
1911 wurde dann das East Boston High School Social Center eröffnet. Das ist eine weiterführende Schule. Und dort fanden Abendkurse für sozial benachteiligte Menschen statt. Und man kann sagen, dass Follett insgesamt viele verschiedene Bürgerprojekte initiiert hat. Mitte der 1910er Jahre gab es dann die ersten Interaktionen von ihrer Seite mit Managern und Unternehmern. Und hierbei hat Follett Henry Dennison kennengelernt. Das ist ein berühmter Unternehmer und hat auch begonnen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die ersten Schriften aus dieser Zusammenarbeit wurden dann ebenfalls in den 1910er Jahren veröffentlicht. Genau, dann würde ich weitergeben an die Cecile. Ja, danke dir. Ich würde dann mit dem letzten Teil der Biografie weitermachen, und zwar mit den philosophischen Einflüssen und dem Interesse an Management als Beruf. Und zwar war es so, dass im Jahr 1918 das zweite Buch von Mary Parker Follett veröffentlicht wurde. Das trägt den Titel The New State Group Organization, The Solution of Popular Government und beschäftigt sich einerseits mit einem neuen Verständnis von Demokratie, außerdem der aktiven Beteiligung aller Individuen innerhalb ihrer Gruppen, zum Beispiel bei der Arbeit, in Organisationen, aber auch in der Nachbarschaft, und beschäftigt sich außerdem mit Themen wie Macht und Rechten, aber weniger aus einer rechtlichen Perspektive, sondern vor allem die psychosozialen Aspekte. Außerdem wurde Follett in das Massachusetts Minimum Wage Board berufen. Dieses diente dazu, ein Gesetz von 1912 einzuhalten, beziehungsweise das zu gewährleisten, dass dieses Gesetz eingehalten wird. Und zwar ging es bei dem Gesetz um den Mindestlohn von Frauen. Durch ihr soziales und gesellschaftliches Engagement in verschiedenen Bereichen kam Follett auch immer mehr in Kontakt zu verschiedenen Wirtschaftsführern und auch der Welt der Unternehmensführung. Und im Jahr 1924 hat sie dann ihr nächstes Buch Creative Experience veröffentlicht. Dann gerne einmal die nächste Folie. Danke. 1925 bis 1933 gewinnt Follett dann auch immer mehr als Managementdenkerin an Bedeutung und hält auch mehrere Konferenzvorträge in Boston, London und auch in New York. Sie beschäftigt sich da mit Themen wie Macht, Konflikten, Autorität, Kontrolle, Führung, der Rolle von Managern und auch Koordination. Diese Konferenzen richten sich hauptsächlich an Businessmänner, und diese sind auch von Folletts innovativen Ideen recht begeistert, beziehungsweise empfangen die mit großem Interesse. Sie kehrt dann letzten Endes aus London nach Boston zurück und stirbt dort am 18. Dezember 1933. Was man noch erwähnen kann, ist, dass Follett nie geheiratet hat und auch nie Kinder bekommen hat, was für die damalige Zeit ja doch recht untypisch war. Und auch nach ihrem Tod wurden immer noch weitere Werke von ihr gesammelt und veröffentlicht, also auch bis heute. Und diese kann man unter dem Link auf der Folie finden. Zum Beispiel wurde auch im Jahr 1941 das Buch Dynamic Administration veröffentlicht. Genau, das war's zur Biografie. So, genau. Also bei der Recherche zu Mary Parker Follett haben wir uns zwei Forschungsfragen gestellt. Das war einmal die erste: Warum wird Mary Parker Follett in den USA als Mutterprophetin des Managements bezeichnet? Und die zweite: Ob ihre Theorie heute überhaupt noch relevant ist? Dann eine Folie weiter. Genau, dann komme ich jetzt zu ihrer Management-Theorie, Folletts Kritik an autokratischer Führung. Mary Parker Follett hebt in ihrer Management-Theorie die Bedeutung der Geführten hervor. Sie lehnt Befehle und willkürliche Anordnungen ab. Sie sieht die Führung in Organisationen als einen Prozess, bei dem Geführte und Führende einem gemeinsamen Ziel folgen. Also es wird keiner Person gefolgt, sondern dem gemeinsamen Ziel. Führungskräfte sind dann erfolgreich, wenn sie dieses Ziel deutlich hervorheben und auch übermitteln können. Bei der autokratischen Führung kritisiert sie, dass Mitarbeitende bei Entscheidungen nicht mit einbezogen werden, denn nur durch das Einbeziehen von den Mitarbeitenden bei Entscheidungen kann man Verbesserungen schaffen und davon dann auch lernen. Die intrinsische Motivation wird bei der autokratischen Führung total vernachlässigt. Laut Mary Parker Follett müssen Mitarbeitende die Möglichkeit haben, Kritik und Verbesserungsvorschläge äußern zu können, denn nur so kann es auch zu Verbesserungen kommen.
Genau, dann eine Folie weiter. Hier haben wir dann noch ein Zitat, was sehr passend dazu passt. Wenn also als willkürlich betrachtete Befehle die menschliche Initiative bricht, die Selbststeuerung entmutigt, den Selbstrespekt verhindert, wie können wir dieses Desaster verhindern? Laut Mary Parker Follett beantwortet im Endeffekt diese Frage, müssen Anordnungen depersonalisiert und Strafen abgeschafft werden. Es ist wichtig, eine Begründung für Anordnungen zu geben. Und zusätzlich fordert sie eine bessere Ausbildung für ManagerInnen bezüglich dem Umgang mit Macht, Anordnungen und Befehlen. Dann gebe ich einmal weiter. Genau, dann mache ich weiter. Gerne nochmal weiterklicken. Dankeschön und nochmal. Nochmal. Genau, ja, jetzt, super. Genau, ja, das komme ich zum ersten Konzept, Power With. Ist auch ein weiterer Teil von ihrer Management-Theorie, die sie aufgestellt hat. Follets Konzept von Macht. Die besteht zum einen aus dem Konzept Macht über, Power Over und Macht mit, Power With. Ich gehe jetzt erst auf den Teil Macht über, Power Over ein. Genau, die basiert so ein bisschen darauf, dass in unserer Gesellschaft meist Macht generell als Macht überverstanden wird, nämlich der Einsatz von Macht über eine andere Person, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Diese Form der Macht ist allerdings selbstzerstörerisch, da eben immer mehr Macht nötig ist, um die eigenen Ziele zu erreichen. Dementsprechend sollte diese Form der Macht auch weniger eingesetzt werden. Demgegenüber auf der anderen Seite steht eben die Macht mit, also Power With. Und diese Form der Macht kennzeichnet sich aus durch die Zusammenarbeit mit anderen, also jointly auf Deutsch gemeinsame Macht. Genau, eben das Delegieren, die Macht an jemand anderen abgeben, reicht nicht aus. Beim Delegieren wird ja ein Machtgefälle deutlich und beim Delegieren ist man nicht auf Augenhöhe. Genau, das ist eben dazu das Gegenteil. Und Macht mit ist sozusagen vom Erschließen individueller Machtpotenziale abhängig. Man muss sich seiner eigenen Macht erst einmal bewusst werden, bevor man diese auch anwenden kann. Und ManagerInnen müssen den Mitgliedern ihre eigene Machtbasis auch bewusst machen. Führende und Geführte beeinflussen sich gegenseitig mit ihrer Macht. Das ist die Idealvorstellung von Follett in Unternehmen. Genau, dann mache ich mit dem zweiten Konzept Coordination weiter. Das zweite Konzept beruht in der direkten Kommunikation in der Organisation ohne Statusgrenzen. Das heißt, es wird quasi nicht unterschieden zwischen dem Führenden und den Geführten, sondern es wird sich auf die gemeinsamen Beiträge konzentriert. Alle in der Organisation werden mit einbezogen, welche eben zu dem gemeinsamen Ziel beitragen können. Es ist wichtig, dass die Entscheidungen und die Alternativen von allen verstanden werden. Diese müssen von den Führungskräften dazu aber erfolgreich übermittelt werden. Also es ist wichtig, dass alle mit eingebunden werden in diese Entscheidungen und partizipieren können. Die Aufgabe des Managements ist es hierbei bei diesem Konzept, eine professionelle und produktive Arbeitsbeziehung zu entwickeln und infolgedessen auch einem gemeinsamen Ziel zu folgen. Genau, dann gebe ich wieder weiter. Genau, ich würde jetzt mit dem dritten Konzept Integration weitermachen. Und zwar geht es dabei um Konflikte bzw. den Umgang mit Konflikten. Mary Parker Follett sagt, dass Konflikte immer Chancen bieten, sich als Organisation weiterzuentwickeln. Außerdem sagt sie, dass Konflikte nicht nur in Organisationen, sondern generell in allen Lebensbereichen allgegenwärtig sind. Sie beschreibt dies mit den Worten Fact of Life. Sie sagt deshalb auch, dass es dann wichtig ist, Konflikte anzuerkennen und diese eben nicht zu leugnen, sondern sie für uns arbeiten zu lassen. To make them work for us. Generell beschreibt sie Konflikte als Differenz von Meinungen und Interessen und sagt auch, dass Konflikte total sinnvoll sind, also dass ohne Konflikte gar kein Fortschritt möglich wäre. Genau, gerne einmal die nächste Folie. Sie ist somit außerdem der Meinung, dass Konflikte einen Mehrwert bringen und man sie deswegen einerseits nicht vermeiden sollte und andererseits auch nicht die Lösung von Konflikten von oben vorschreiben sollte, sondern die Lösung muss von allen selbst gefunden werden. Dabei ist es dann auch wichtig, Forderungen
in den Forderungen Interessen und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das heißt, es ist natürlich erstmal wichtig, dass Bedürfnisse in Organisationen überhaupt ausgesprochen werden können. Und wenn sie dann ausgesprochen werden, eben auch beachtet werden, wenn es konfliktreiche Situationen gibt. Genau. Und Mary Parker Follett beschreibt da drei Wege zur Konfliktlösung. Und da würde ich jetzt auch einmal weitergeben. Genau, einmal eine Folie weiter. Genau, also ich fange jetzt mit den drei Wegen der Konfliktlösung an. Die erste ist einmal die Domination, die Dominierung. Hier gewinnt eine Seite gegen die andere. Es ist die einfachste Möglichkeit, einen Konflikt zu lösen, aber langfristig ist diese Konfliktlösung auf gar keinen Fall erfolgreich. Dann eine Folie weiter. Dann der zweite Weg, der zweite Weg, einen Konflikt zu lösen, ist der Compromise, der Kompromiss. Hier werden die Kontroversen größtenteils beglichen. Jede Seite gibt ein bisschen auf, um im Endeffekt den Frieden herzustellen. Es ist eine akzeptierte Form der Konfliktlösung. Jedoch gibt es ein Problem. Niemand bekommt im Endeffekt das, was er sie wirklich wollte. Jeder muss etwas aufgeben, genau, um dann einen Kompromiss finden zu können. Genau, deswegen kommen wir zum dritten Weg, die Integration, oder auf Deutsch Integration. Da ist es so, dass beide Seiten bekommen, was sie möchten. Alle Wünsche bzw. Bedürfnisse der Parteien werden erfüllt und niemand muss dafür etwas aufgeben. Und das Augenmerk liegt eben nun bei dieser dritten, bei diesem dritten Schritt auf den Interessen und nicht auf den jeweiligen Positionen. Und das englische Zitat unten auf der Folie, das verdeutlicht das nochmal ganz gut, worum es dabei geht. Genau, dann gerne die nächste Folie. Genau, da geht es jetzt wieder um die Macht. According to her, power might be defined as simple ability to make things happen, to be causal agent, to initiate change. Das Zitat drückt Follets zentrale These zur Macht aus, nämlich dass Macht ein zentrales Problem sozialer Beziehungen und auch eben im Management darstellt, weil Management nach Follett aus einer Beziehung zwischen Führendem und dem Beschäftigten besteht. Und das Zitat passt da auch ganz gut dazu. Dann würde ich wieder weitergeben. Genau, ich würde jetzt einmal mit der Resonanz weitermachen, also ein bisschen was dazu sagen, was andere Personen über Mary Parker Follett beziehungsweise ihre Theorien und ihre Arbeit gesagt haben. Wir haben da vier Zitate auf den Folien. Ich würde die einmal vorlesen und sie dann tatsächlich aber recht unkommentiert stehen lassen. Da können wir ja gerne in der Diskussion später noch drauf eingehen. Genau, das erste Zitat. We showed how modern, if not postmodern, writings and conferences produced between 1918 and 1933 are. Her ideas endure and are as relevant today in governing our period of diversity, complexity and interdependent challenges. Und das nächste Zitat. As the 21st century evolves with increasing complexity, diversity and challenges to effective management of democratic institutions, Mary Parker Follett's ecological philosophy remains as fresh and relevant today as it did 100 years ago. Dann gerne einmal die nächste Folie. I found her work invaluable, but the truth is that I simply did not know enough about management to appreciate it fully. Thus, I must humbly confess that her work was not more recognized by me because I was not that wise. Perhaps it was so with others. Hier kann man dann ja tatsächlich auch die Frage mal in den Raum werfen, ob es vielleicht auch daran lag, dass die Theorie von Mary Parker Follett nicht so bekannt wurde, weil Menschen einfach noch nicht bereit für sie waren. Aber auch das können wir ja später diskutieren. Und das letzte Zitat. Follett was the prophet of management. Management and society in general should welcome her return. Genau, dann gebe ich auch wieder weiter. Genau, jetzt komme ich zur Kritik und zur Relevanz und zur Bedeutung für heute. Ihre Managementphilosophie war für ihre Zeit sehr avantgarde und Mary Parker Follett kann als eine Vorreiterin, als eine Pionierin gesehen werden.
Es mangelte an Wissen und Anerkennung ihrer Idee und an ihr als Theoretikerin. Und es besteht eine beeindruckende Relevanz und entscheidende Bedeutung ihrer integrativen Philosophie, weil sie hilft, Veränderungen in allen Aspekten des heutigen Lebens zu verstehen und diese auch bewältigen zu können. Genau, dann gebe ich einmal weiter. Genau. Ich mache weiter mit dem Fazit, also warum sie Prophetin-Mutter des modernen Management genannt wird. Zur damaligen Zeit von Pollard, wo sie gelebt hat, war es eine Besonderheit, als Frau zu studieren und dazu halt eben auch noch im Unternehmens- und Managementbereich tätig zu sein. Dazu kommt als weiterer Faktor, dass ihre Art der Theorie eine ganz neue Art der Theorie war, mit vielen verschiedenen Facetten. Genau, das ist so ein bisschen auch der nächste Punkt. Pollards Theorie war sehr vielschichtig, weil sie viele Gesellschaftsbereiche angesprochen hat. Also das haben Sie jetzt im Laufe der Präsentation auch schon wahrgenommen. Genau, Pollard hat sehr viele verschiedene Methoden entwickelt, welche praktisch anwendbar sind. Also zum Beispiel Macht über versus Macht mit und noch ganz viele andere. Genau, und schlussendlich hat Follett gerade für die damalige Zeit schon sehr fortschrittlich und modern gedacht und war damit sozusagen auch ein Role Model. Genau. Genau, dann noch zum zweiten Teil des Fazits. Aus heutiger Sicht kann Mary Parker Follett als Demokratieforscherin betrachtet werden. Also sie hat sich viel mit Demokratie beschäftigt und hatte eben auch dieses demokratische Verständnis. Und wie bereits erwähnt, werden Konzepte wie ihre heute noch als Neuheit und recht fortschrittlich angesehen und tatsächlich auch noch gar nicht so oft umgesetzt. Also es handelt sich dabei immer noch um eine Management-Innovation, selbst 100 Jahre später. Außerdem ist es so, dass viele andere Theorien an ihrer Theorie angelehnt wurden. Da war es aber leider oft so, dass sie dabei gar nicht zitiert wurde oder genau nie auf ihre Theorie und ihre Ideen eingegangen wurde. Das heißt, sie hat auch da nicht so wirklich die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdient hätte. Und abschließend noch kann man sagen, dass sie den Grundstein gelegt hat für ein neues Managementmodell. Und genau, das war es von unserer Seite tatsächlich. Genau, auf den nächsten Folien sind jetzt gerade noch unsere Quellen, aber genau, das war es erstmal von uns. Ja, vielen herzlichen Dank an Cecile, Sophie und Lara. So ging es mir vor 8 Monaten, vielleicht wie manchen von Ihnen, diese Begeisterung von Ihnen drei da zu erleben, wenn Sie das an der Universität im Studium anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen rübergebracht haben. Und letztendlich auch faszinierend zu sehen, wie jemand wie Sie, Sie sind ja alle Anfang 20, sich so tief auch in die Materie reingearbeitet haben und eigentlich eine tolle Zusammenfassung ja, ihrer Biografie, ihres Wirkens, ihren Schwierigkeiten und auch ihre Resonanz herausgearbeitet haben. Von daher vielen herzlichen Dank an Sie drei. Und ich könnte es hier vielleicht mit einem Satz zusammenfassen. Das hat man auch mal zu Drucker gesagt, als er sehr alt, im hohen Alter man ihm von journalistischer Seite ein Feedback gegeben hat, still the youngest mind. Also auch wenn Leute, die so Vordenkerinnen sind wie Mary Parker Follett, wenn wir ihr das noch sagen dürften, dann ist sie auch jetzt über 100 Jahre nach ihren ersten Texten, gehört sie zu den frischesten Köpfen im Management, ohne dass wir sehr viel über sie wissen oder sie jetzt eine große Resonanz erfahren hat. Und wie ich vorher ja schon bei der Anmoderation zum Forum gesagt hatte, offensichtlich ist es so, dass jede Generation, insofern, wenn man so will, heute die 4. Generation, nachdem ihre Texte erschienen wurden, sie wieder neu entdecken kann. Und natürlich im deutschsprachigen Raum haben wir da die eine oder andere Wiederentdeckung versäumt, aber wir können zumindest mit unserem Forum dazu beitragen, das gemeinsam zu entwickeln und die Fragen, die Sie jetzt gerade schon gestellt haben, gemeinsam diskutieren. Bevor wir das gleich tun und sagen wir mal, in unserem Podium Ronny Gerhard, Sonja Lag und Martina Köderitz Fragen auch an die Studierenden stellen. Und will ich noch mal ganz kurz das Panel vorstellen. Also Romy,
Gerhard, die hat ja gerade eben von 16 bis 18 Uhr ihre Purpose Constellation Workshop mit uns durchgeführt. Das war sehr spannend, sozusagen den Sense of Purpose. Die Romy Gerhard ist als sehr renommierte Beraterin, früher auch als Leiterin Personal- und Organisationsentwicklung in einem Schweizer Konzern tätig, mit einer großen Begeisterung auch in den Vorgesprächen zu Mary Parker Follett hier mit ins Podium eingestiegen. Herzlich willkommen an Romy. Dann Sonja Lag ist bei der Barmer Krankenkasse im Bereich der Versorgungsprogramme, der neuen innovativen Versorgungsprogramme tätig. Wir haben uns, Sonja Lag und ich haben uns über, wenn man so will, unseren Award-Träger Joste Block von Bürzorg, von dem Ronny vorher auch ja gesprochen hat, von Bürzorg, kennengelernt bei einem Kongress im Bereich des Gesundheitswesens. Und Sonja Lag hat in der Richtung auch sehr tolle Ideen im Bereich an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und Krankenkassen, dort an neuen Programmen zu arbeiten, um die in die Welt zu bringen. Und insofern ist natürlich Bürzorg eines der weltweit bekanntesten, interessantesten Projekte, die, wenn man so will, mit einer anderen Management- und Philosophie und anderen Strukturen wirklich das im Prinzip ein lebendiges Modell Wirklichkeit werden zu lassen, von dem Mary Parker Follett vor über 100 Jahren gesprochen hat. Die dritte im Bunde ist Martina Köderitz, die manche von Ihnen vielleicht auch, von der Sie schon gehört haben. Martina Köderitz war ja die erste Chefin bei IBM Deutschland in 100 Jahren Firmengeschichte. Sie hat in jungen Jahren schon ihr duales Studium bei IBM hier im Stuttgarter Raum angetreten und ist von ihrem Hintergrund auch, was sie sonst noch so machte in ihrer beruflichen Tätigkeit, hat sie eine Leidenschaft für Mentorship entwickelt. Als Frau in Führungsposition im digitalen Business ist sie sicherlich noch eine rare Spezies und seit 2021 ist Martina Köderitz selbstständig und auch im Bereich der Organisationsforschung, der Organisationsberatung unterwegs. Ja, so viel vielleicht zu unserem kurz zur Vorstellung des Panels. Ich würde jetzt vorschlagen, dass unsere Podiumsteilnehmerinnen sich selber vielleicht entweder mit einer Frage an die Studierenden kurz eine kleine Runde machen, warum Mary Parker Follett vielleicht für euch persönlich relevant ist. Und das wäre vielleicht so ein erster Einstieg, um dann gemeinsam auch mit unseren drei Studierenden in die Podiumsdiskussion einzusteigen. Im zweiten Teil, nach einer ersten Runde, würde dann Johannes Grimm, der nebenher den Chat sich anguckt, einige Fragen aus dem Chat stellen. Wir haben eine große Runde. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele sind. Die Zahl ist so klein, dass ich sie nicht erkennen kann. Aber Johannes wird uns das nachher noch gleich sagen können. Und dann können wir natürlich durch Ihre Fragen das im Podium nochmal ansprechen, die Fragen auch beantworten eben oder die Anregungen, die Thesen, die aus dem Podium kommen von Ihnen als Gästen. Und zum Schluss gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, direkte Fragen an unsere Referierenden zu stellen. Okay, insofern würde ich jetzt vielleicht von der alphabetischen Seite Romy bitten, mal anzufangen mit ihrer kurzen Selbstvorstellung und zu den beiden Fragen vielleicht an die Studierenden und warum Mary Parker Follett für dich relevant ist, Romy. Ja, ganz herzlichen Dank. Tatsächlich finde ich das wirklich sehr faszinierend, was diese Frau vor mehr als 100 Jahren schon geleistet hat. Und ich als mitunter auch Mediatorin springe da natürlich gleich auf die Konflikte an. Ist nicht so, dass das mein Leben wirklich prägen würde. Früher vielleicht mehr als heute. Heute begleite ich Menschen in Prozessen, wo natürlich Konflikte auftauchen und wo wir diese Energie, die oft in Konflikten gebunden sein kann, für konstruktive Zwecke nutzen, für sinnvolle Zwecke nutzen. Das ist so das, was ich gerne tue. Ich bin Organisationsforscherin. Mich interessiert es, wie Organisationen auch als lebendige Wesen zu verstehen, wie die ticken und wie die Menschen darin einen Sinn finden können in ihrer Tätigkeit und damit auch in Flow kommen können, in Ermächtigung, in ihre Kraft kommen können. Und deshalb finde ich auch den Aspekt der Macht
total spannend. Ich habe früher lange Jahre bei der Migros gearbeitet, einem großen Schweizer Konzern im Detailhandelsbereich. Und der Gottlieb Duttweiler, der Gründer der Migros, hat eben ganz viel über Macht auch gesagt und geschrieben und sich selber eigentlich entmächtigt und gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass das Allgemeinwohl höher gestellt wird als eben die Macht und die Interessen des Einzelnen. Und ich glaube, das passt dann ganz gut zum Thema und zu Mary Parker Follett. Und der dritte Aspekt, der mir total wichtig ist, ist, dass mit der Beziehung, dass Management aus Beziehung besteht zwischen Menschen, die führen und Menschen, die geführt werden. Und diese Beziehungspflege, diese Beziehung, das ist für mich der Schlüssel. Und ich glaube, da ist ganz viel möglich. Da ist in dieser Begegnungszone, können sich auch ganz viele Widersprüche oder auf den ersten Blick scheinbare Widersprüche in Luft auflösen. Und insofern, ja, ich bin aus Zürich, arbeite als selbstständige Beraterin und tue das mit ganz viel Freude. Ja, vielleicht möchten Sie oder möchtest du weitermachen, Sonja Lark? Ja, Sonja Lark, mein Name. Kann man mich verstehen? Okay, super. Ja, hallo aus Wuppertal und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, diese Frau kennenzulernen, zumal ich eigentlich ältere Damen sammle, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt so jemanden wie Alice Salomo zum Beispiel, die Pionierin der Sozialarbeit war. Also das Quartiersmanagement geht zum Beispiel auf solche Frauen zurück. Oder Agnes Kahl, die schon vor 100 Jahren eigentlich ein Pflegecurriculum geschrieben hat. Und also von daher war das für mich auch ein totaler Gewinn. Ganz kurz zu meiner Person. Ich arbeite jetzt seit genau 20 Jahren bei der Barmer in Wuppertal, also eine Krankenkasse, eine gesetzliche Krankenkasse. Ich sage das jetzt nicht als Werbeblock, sondern einfach, um kurz darzulegen, woher so ein bisschen mein Denken kommt. Ich fühle mich an manchen Tagen im Unternehmen wie eine Zeitreisende, weil ich Strukturen, Managementstrukturen erlebe, die eigentlich noch so in die Kaiserzeit passen, also als die Krankenversicherungspflicht aufkam, 1883. Und dann, wenn wir mal in die Digitalisierung gucken, dann sind wir eigentlich immer wieder, ja gut, in Deutschland jetzt auch nicht so richtig vorne im Gesundheitswesen, aber da werden dann immer andere Welten beschworen. Und irgendwie so dazwischen pendeln sich so viele Managementphilosophien ein. Und Mary Parker Follett halte ich eigentlich für absolut zeitlos. Und es hat mich selbst auch überrascht, dass die Sätze, die ich selbst eigentlich auch gerne lebe in meiner täglichen Arbeit, dass die schon in der Zeit gedacht wurden. Ich selbst habe keine Macht. Ich kenne zwar die klassische Linienarbeit, die in unseren Abrechnungszentren. Ich selbst mache Projekte, Herr Weber hat es eben schon gesagt, versuche neue Versorgungsformen in die Versorgung zu bringen und führe eigentlich nur über das Thema, also die Idee. Und zwar vor allem mit vielen Externen, also mit Universitäten, Evaluatoren, mit Praxisnetz, mit Ärzten, mit Pflegefachpersonen. Und da muss immer die Idee tragen, sonst brechen die Projekte zusammen. Und dann wird es auch finanziell schwierig, weil Projektmittel kann man nicht einfach abrufen und dann aufhören. Also von daher spricht mich besonders an, auch das Konfliktmanagement natürlich, ganz klar, dass erlebe ich auch so, man muss die Sichtweisen einbeziehen, anders geht es nicht. Aber wenn ich jetzt mal jenseits dieser Arbeit schaue, sehe ich natürlich auch ein großes Unternehmen mit 17.000 Mitarbeitern, mit 9 Millionen Versicherten, die auch gemanagt werden müssen. Also da kann man auch nicht alles ausdiskutieren. Und das ist so das, was mich auch interessiert, sind so, also dieses Modell, dieses sehr wohl menschenfreundliche Blicken auf den Menschen, Beziehungen zu gestalten, gerät, glaube ich, in Konflikt mit manchen Tagesanforderungen. Und wieso sind solche Ansätze nicht durchgängig haltbar? Das finde ich einfach interessant. Was sind so die Schattenseiten dieser Ansätze? Und damit würde ich es erstmal bewenden lassen. Vielen Dank, Sonja. Dann geht's weiter mit Martina Köderitz. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank auch an die drei Studierenden, uns da nochmal einen Einblick zu geben. Als ich da jetzt vor einigen Wochen überhaupt erstmal Berührungspunkte gehabt habe, auch mit Mary Parker Follett's Thesen und Theorien,
muss ich sagen, ja, es ist eigentlich wie wenn es jetzt gestern geschrieben wäre für die Zeit, in der wir uns heute bewegen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, was wir, also ja, Sie haben es ja gesagt, ich vertrete ein Unternehmen, das seit über 100 Jahren am Markt ist. Also wenn man drauf schaut, was macht denn ein Unternehmen erfolgreich, ist es natürlich auf der einen Seite die Veränderungsfähigkeit. Und die Veränderungsfähigkeit ist natürlich auch die Veränderung der Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, aber eben auch die Menschen, die dieses Unternehmen führen und nach vorne entwickeln. Da gehört auf der einen Seite dazu, wie offen bin ich, Konflikte, unterschiedliche Meinungen, Diversität zuzulassen, um Neues zu entdecken und Neues zu erforschen. Aber natürlich gehört auch dazu, wie nehme ich den Einzelnen mit? Also dieses für das Individuum, für den Mitarbeitenden, eben auch immer wieder eine Perspektive zu haben, warum bin ich hier in dem Unternehmen, welchen Beitrag leiste ich mit meiner Arbeit über meinen Job und wie sieht eigentlich für mich eine Zukunft in diesem Unternehmen aus. Heute spricht man ja sehr viel da über Purpose. Ich habe es früher eigentlich immer definiert, hat mich auch so lange bei einer IBM gehalten, weil mir gut gefallen hat, wie man Kultur definiert über ein menschenorientiertes Leadership-Modell, über Innovationsfähigkeit, aber eben auch den einzelnen Menschen immer wieder in seinen Bedürfnissen, Entwicklungsmöglichkeiten, Talentförderung, Weiterentwicklung natürlich zu motivieren. Sehr gut fand ich auch den Punkt hier, intrinsische Motivation. Also ja, sie ist intrinsisch, aber ich glaube, man kann auch intrinsische Motivation durch gute Führung, durch gute Leadership nochmal besonders stimulieren. Weil jetzt sind wir 20 Jahre, sage ich immer so, sind wir in der Digitalisierungswelt angekommen, die ja auch nochmal ganz, ganz andere Arbeitsformen mit sich bringt. Sehr viel mehr Teamwork, sehr viel mehr Kollaboration, sehr viel mehr selbstständiges, empowertes Arbeiten für den Einzelnen oder für einzelne Gruppen. Und da passen natürlich diese Management-Theorien von Mary sehr, sehr gut dazu, wie ich Menschen empowere, damit für mich auch Gruppen empowere, dass sie eben im hohen Maße selbstbestimmt und selbstdefiniert an ihrer Arbeit oder ihre Arbeit erledigen können, ihre Beiträge leisten können, aber eben auch neue Ideen, Verbesserungen, Innovation, Gestaltungsmöglichkeiten ganz offen in einer Unternehmenskultur adressieren können. Also war ein super Einstieg. Danke nochmal an die Studierenden. Ja, danke an dich, Martina. Du hast ja schon damit angefangen, sozusagen zu beschreiben, was du unter Purpose verstehst. Das hatten wir ja vorher ja auch bei unserer 16 bis 18 Uhr Veranstaltung mit Romy gemacht, die ja in der Richtung durch ihre Constellations Expertin ist. Und auch, wenn man so will, wir haben es vorher so beschrieben, oder ich habe es so beschrieben, dass man auch von der Vorderbühne, so wie wir im Theater uns in Organisation sehr oft und auch als Individuum auf der Vorderbühne des Lebens bewegen, gibt es auch sowas wie eine Hinterbühne, so etwas wie einen guten Geist oder es kann auch natürlich auch in eine andere Richtung gehen, dass wir nochmal, vielleicht diese Frage nochmal, darf ich dann das nochmal an Romy nochmal zurückgeben, was du, Romy, und auch du, Sonja, unter Purpose verstehst aus eurer persönlichen Sicht. Aber bevor ich das tue, will ich die vierte im Bunde, die leider nicht dabei ist, noch erwähnen. Rita Süßmuth wäre sehr gerne dabei gewesen. Sie hat leider abgesagt. Aber sie bestellt einen Gruß insbesondere auch an unsere drei Studierenden. Sie hat gesagt, sie findet es sehr schön, dass die junge Generation von Anfang 20-jährigen Frauen sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und das ist für sie ein sehr schönes Zeichen, dass sich da in der Richtung auch ja, mit dem Blick auf die Ursprünge dessen, wie modernes Management entstanden ist, dass da was auch wieder neu entsteht. Also insofern, schönen Gruß von Frau Süßmuth, die ja in der Richtung als, sagen wir mal, als Frau in der Politik, es gibt ja mal so ein schönes Moment von Habermas, dem großen Soziologen, der mal von einem Journalisten gefragt wurde, was ist eigentlich von den 68ern übrig geblieben, erzählt er sozusagen zu den Soziologen von der Linksseite her, dann meinte er so ganz trocken, Rita Süßmuth. Das war die Antwort von Habermas. Ja, also insofern nochmal vielleicht der Ball zurück an dich.
Romy, was verstehst du unter Purpose? Du hast es uns vorher natürlich, ich glaube, die meisten, die jetzt gerade dabei sind, haben den Workshop mit dir heute Nachmittag leider nicht teilgenommen. Aber was ist für dich Purpose? Und auch Sonja vielleicht noch, dass wir an dem Punkt, sagen wir mal, diese Frage nochmal gleich, weil Martina das gerade angesprochen hat, gemeinsam nochmal kurz klären. Ja, sehr gerne, Winfried. Also für mich Purpose ist etwas, was wir alle, glaube ich, haben. Alle Menschen haben sowas wie ein Purpose, haben sowas, was uns morgens zum Bett aussteigen lässt und freudvollen Tag starten lässt. Es ist so eine Art Leitstern für mich. Ich glaube auch, dass es sowas wie ein Kern oder die Essenz oder das Wesentliche ist, was wir unsichtbar mitbekommen haben. So eine Art von Bestimmung vielleicht, könnten wir auch sagen. Und das hängt eng mit unserer Lebensenergie zusammen. Ich glaube, wenn wir Sinn und Ausrichtung finden im Leben, dann sind wir auch voller Kraft, dann sind wir auch voller Power, dann sind wir in uns und mit uns verbunden. Und ich glaube, dass Organisationen eben auch lebendige Organismen sind und deshalb auch sowas wie ein Purpose von Anfang an haben, seit der Geburt. Also von Anfang an heißt wirklich, die Organisation gibt's für mich in meinem Verständnis, weil sie einen Sinn erfüllt auf dieser Welt. Also deshalb glaube ich, dass das nicht erfunden werden muss. Also für mich geht es weit über einen Marketing-Purpose hinaus, der dann Kunden binden und Mitarbeiter begeistern soll. Das kann Purpose natürlich, aber für mich ist es wirklich dieser Kern, der immer schon da war, der die Organisation auch begleitet sozusagen als Leitstern oder uns Menschen als Leitstern im Leben dienen kann. Das ist für mich Purpose. Danke, danke, Romy. Sonja? Ja, ich finde, die Romy hat das schon sehr schön ausgedrückt. Und dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich kann es nur mal wieder auf meinen Tätigkeitsbereich einfach übertragen. Der innere Sinn, also bei der Krankenkasse, ist nicht so, wie man Krankenkasse heute wahrnimmt, gesetzliche. Man taucht in Stiftung Warentest auf. Und ein solidarisches Absicherungssystem, ja, wird verglichen wie Bohrmaschine oder Waschpulver. So, das ist das, was in den letzten 20 Jahren so aus bestimmten Purpose geworden ist. Als ich bei der Barmer anfing vor 20 Jahren, war der Purpose klarer erkennbar. Es ist eine Solidargemeinschaft. Man setzt sich für die Versichertenbelange ein. Dann kam der Kassenwettbewerb. Und der hat diesen Purpose, glaube ich, ein Stück weit jedenfalls verschüttet. Jetzt gehen wir wieder in andere Zeiten. Das ist der Vorteil, wenn man etwas älter wird. Jetzt kommen wieder total andere Zeiten. Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend die Rückbesinnung auf das, was eben von der Solidargemeinschaft finanziert wird. Das ist nicht die Auslandsreiseschutzimpfung für irgendwen, wer ins Ausland fahren will, sondern das ist das, ich nenne das mal das alte Liedgut der gesetzlichen Krankenversicherung, die Absicherung im Wechselfall des Lebens. So, und das war immer, als ich anfing, war dieser Purpose klarer. Der ist verschüttet gegangen und er kommt aber wieder. Also das ändert sich, aber ich bin da ganz bei der Romy. Eine Organisation hat ihren eigenen inneren Purpose, den hat sie, aber ich glaube, ja, wie das so im Leben ist, mal wird man grauer, mal weniger. Und es ändert sich. Aber im Kern bleibt die Sache. Ja, toll. Tolle Übertragung auf das Beispiel. Ja, wenn man so will, der Solidargemeinschaft Krankenkasse im gesetzlichen Versicherungsbereich. Ich darf jetzt mal kurz die Susanne Schödel, die neben mir sitzt, wenn man sozusagen halt heute als zumindest ansatzweise kleine hybride Veranstaltung. Susanne Schödel neben mir ist neulich Referentin bei uns, bei unserem Roundtable gewesen. Und hat darüber über ihre Erfahrung berichtet. Susanne Schödel ist begeisterte Segelfliegerin und trägt auch einen Weltmeistertitel aus diesem Bereich und ist jetzt auch als Beraterin. Aber insofern ist ein kleiner Überfall an, ohne dass wir uns vorher abgestimmt haben und du natürlich auch nicht Referentin bist, oder aber einfach nur Gast. Aber das ist ja auch schön. Stichwort Lebensenergie hat Romy das gerade beschrieben. Also wenn Purpose etwas mit Lebensenergie zu tun hat, ja, was könntest du vielleicht als Gast da noch hinzufügen in diese Runde,
Was hat es zum Beispiel mit deinen Erfahrungen als Segelfliegerin zu tun, mit diesem Purpose und dieser Lebensenergie? Ja, also gut, Purpose und Segelfliegen, wenn ich das jetzt versuche zusammenzubringen, dann ist das die Freude, glaube ich, an diesem Erlebnis mit der Natur in den drei Dimensionen unterwegs zu sein. Und das gibt einem sehr viel zurück, weil es lässt sich bis zu einem gewissen Grad planen. Es sind aber immer wieder neue Situationen dabei, auf die man sich einstellen muss. Und manchmal sage ich auch, Segelfliegen ist so ein bisschen auch eine Lebenseinstellung. Und ich glaube, das passt so ganz gut in die Richtung Purpose. Aber wenn ich jetzt schon das Wort bekommen habe, möchte ich doch nochmal auch vielleicht schon etwas als Frage in den Raum stellen. Ich habe fast 15 Jahre meines Berufslebens in gemeinwohlorientierten Organisationen gearbeitet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war ja Mary Park & Follett auch dort tätig und hat einen Teil ihrer Erfahrungen dann hinterher in ihre eigenen Management-Theorien übertragen. Und die Frage an unsere drei Studentinnen, die das jetzt referiert haben, also an Lara, Cecile und Sophie, was ist euer Eindruck über ihre, also welche Rolle hat es gespielt, dass sie selbst in gemeinwohlorientierten Unternehmen oder Organisationen aktiv gewesen ist auf ihre Einstellung zu der Frage, wie Management sich gut gestalten soll? Denn meine eigene Erfahrung ist gewesen, dass man ja in einem Not-for-Profit-Unternehmen immer einen guten Purpose eigentlich als Unternehmenszweck hat. Also eine Stiftung, ein eingetragener Verein, ein Sportverband hat immer etwas Gutes für die Gemeinschaft als Ziel. Und das prägt auch die Arbeitsweise normalerweise. Allerdings gibt es da auch Managementpraktiken, die nicht unbedingt besonders positiv sind. Also die Frage ist, gab es da eine Wechselwirkung? Vielleicht gibt es da die Gelegenheit, noch was dazu zu hören. Das würde mich sehr interessieren. Also die Frage geht an Cecile, Lara und Sophie. Also ich bin mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher. Ich kann es mal versuchen. Es ist eine Frage, wo wir uns bisher noch keine Gedanken drüber gemacht haben tatsächlich. Was mir dazu einfallen würde, wäre, dass Mary Parker Follett ja auch gesprochen hat, dass so ein gemeinsames Ziel in Organisationen total wichtig ist und dass es auch wichtig ist, dass man eben Menschen dann in Entscheidungen irgendwie beteiligt und damit einbezieht. Und wie Sie sagen, wenn dann vielleicht dieser Purpose oder dieses Ziel in Unternehmen klarer ist, dass das dann vielleicht tatsächlich einfacher fällt oder eher funktioniert. Heißt jetzt nicht, dass es nicht in gewinnorientierten Unternehmen nicht funktionieren kann, aber vielleicht so in die Richtung hätte ich jetzt gedacht. Ja. Lara und Sophie, hätten Sie noch einen Hinweis oder eine Ergänzung? Nee, jetzt spontan tatsächlich nicht. Also ich würde mich das Ziel anschließen. In die Richtung haben wir jetzt eben gar nicht so recherchiert beziehungsweise unserer Präsentation hingearbeitet. Waren wir eher auf andere Sachen fokussiert. Ja. Vielleicht von meiner Seite noch der Hinweis. Ich meine, faszinierend ist ja auch die Koinzidenz zwischen Mary Parker Follett und Drucker. Beide sind ja, Sie haben es ja beschrieben in Ihrem Input vorher, in Ihrem Impuls, ab 1910er Jahren hat sie sich mit solchen, sagen wir mal, auf einer anderen Ebene der gesellschaftlichen Fragen von ihrer Zeit als in gemeinnützigen Organisationen, im Gemeinwohl von chancenlose Jugendlichen in Boston dazu zu befähigen, Mitglieder, leistungsfähigen Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Das ist sozusagen ihr Background. Und sie ist ja dann erst mit um die 40 hat sie angefangen, sich mit solchen Management-Themen überhaupt erst auseinanderzusetzen. Und parallel dazu hat sie ja eben auch sich für den Mindestlohn von Frauen da eingesetzt, wie Sie es berichtet haben, und letztendlich ja auch mit Politik und später eben auch Management sich kurz zu schließen. Exakt das Gleiche hat Peter Drucker gemacht. Er ist erst mit fast Ende 30 von damals dem größten Industrieunternehmen der Welt, General Motors, eingeladen worden, mal als Sozialwissenschaftler und Demokratieforscher, der er war, diese größte Industrieorganisation der Welt, die mit 10 Marken in den USA Autos produziert haben in den 1940er Jahren, mal 2 Jahre lang einfach die Organisation von innen zu beobachten. Das war Peter Druckers Beginn als Demokratieforscher, wenn man so will, als Intellektueller, sich mit diesen Themen, was ist Management eigentlich, und auseinanderzusetzen. Und der Blick von Mary Parker Follett und Peter Drucker ist eigentlich
der gemeinwohlorientierte Blick der Frage, wie funktioniert Demokratie, wie kann sich die Gesellschaft weiterentwickeln, die Demokratie weiterentwickeln und mit welchem Hintergrund, wenn man auch die gesellschaftlichen Systeme, über die Systemgrenzen überschritten hat, mit diesem Hintergrund sieht man etwas, was vielleicht andere so noch nicht sehen, die im Alltagsgeschäft, egal ob in der Krankenkasse oder in der Industrieorganisation mit dem täglichen Wettbewerbsüberlebenskampf sich auseinandersetzen. Also insofern, manchmal ist es schon interessant, von Leuten, die, wenn man so will, Sozialwissenschaftler sind, wie Drucker oder auch Follett, von deren Seite her den Blick vom Himmel her als Segelflieger der Theorie und des gesellschaftlichen Zusammenlebens von denen Feedback zu bekommen. Also das, glaube ich, ist vielleicht so meine Antwort. Aber jetzt nochmal, ich glaube auch, hier ist eine kleine Regie. Cecile hat nochmal die Hand gehoben. Ah, okay. Ja, Cecile. Ja, was mir jetzt gerade dazu noch eingefallen wäre, Sie hatten es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Also es macht ja durchaus Sinn, sich die Frage zu stellen, wo Mary Parker Follett herkommt. Also auch, wie Sie gesagt haben, als Sozialarbeiterin sind Konflikte in der Arbeit eben sehr präsent. Jetzt nicht nur in Organisationen, sondern eben auch im Leben der KlientInnen. Und da sind auch Machtungleichheiten sehr präsent. Und auch so Themen wie Empowerment oder wie gehe ich mit KlientInnen um? Oder da Themen wie Macht oder wurde vorhin auch schon von Romy angesprochen, diese Bemächtigung von Personen. Also ich glaube, da kann man schon ganz viel dann auch in den Unternehmens- und Managementbereich eben übertragen, was sie dann sicherlich auch gemacht hat. Also das sind, glaube ich, dadurch auch einfach die Themen, die dann in ihre Arbeit irgendwie eingebracht wurden. Ja. Schöner Gedanke. Das hat ja im Prinzip auch vorher Sonja Lag, indem sie keine Macht hat in ihrer Position in der Krankenkasse, aber nur eben über ihre Ideen, weitere ihre Ideen und Projekte vorantreiben kann. Ich glaube, das ist eigentlich ganz interessant, dass Sie den Bezug zur Sozialarbeit herstellen, wo Sie ja auch im Prinzip, Sie machen ja auch ein Praktikum, wenn ich es richtig weiß, im Moment in der Jugendhilfe, wo Sie ja auch letztendlich mit Ihren Klienten über Ideen, Überzeugungskraft, Sie haben ja nicht wie die Polizei oder das Gericht Macht über die Jugendlichen, sondern man kommt zu ihnen freiwillig. Man spricht mit ihnen und sie können ja da auch letztendlich nur durch Ideen und über Reflexion des eigenen Verhaltens ähnlich wie eine Führungskraft Wirkung erreichen in der Gesellschaft, in der im Moment, wenn Sie so wollen, gefährdeten Jugendalter, je nachdem, wenn die aus dem sozialen Brennpunkt kommen, die Jugendlichen. Insofern meine Frage auch nochmal, wenn wir jetzt bei Ihnen bleiben, bei Ihnen Studierenden, die jetzt eben auch während des Studiums ja auch solche Praktikumserfahrungen machen, wie Sie, sagen wir mal ganz praktisch, so wie das unsere drei Podiumsmitglieder das schon gemacht haben, wie Sie das erleben. Also lässt sich das auch, was Sie theoretisch sich erarbeitet haben im dritten Semester, im vierten Semester auch ganz praktisch, Sie haben es angedeutet, Cecile, vielleicht da noch ein, zwei Sätze dazu, wo Sie sagen, da sehe ich ganz deutlich Parallelen, da sehe ich auch die Verwandtschaft vom Denken her mit der Frau, die im Prinzip was Ähnliches gemacht hat vor über 100 Jahren, wie ich es heute mache. Und ja, haben Sie da vielleicht noch was Sie mit uns teilen können, Sie drei? Also ich hätte ein konkretes Beispiel, was mir besonders aufgefallen ist in der Jugendhilfe, war der eine Spruch, den meine Anleitung ganz am Anfang gesagt hat, dass wir nicht, also wir arbeiten mit den Menschen, also nicht über sie, sondern mit ihnen gemeinsam. Und da war das dann auch so, dass ich dann auch wirklich zurück an das Referat erinnert wurde mit diesem Power with und Power over, wo ich dann gesagt habe, okay, das sind wirklich klare Parallelen, wo man da, sag ich jetzt mal, finden kann, was Mary Parker Follett schon vor 100 Jahren gesagt hat. Ja, haben Sonja und Martina, haben Sie noch gerade auch Fragen. Ich meine, ich find's faszinierend, wenn junge Frauen Anfang 20 mit so einer großen Begeisterung auch mit so einer Klassikerin des modernen Managements sich auseinandersetzen
und so viel davon profitieren. Also ich habe es vorher so erwähnt mit den Worten von Warren Bennis. Jede Generation muss Mary Parker Follett neu entdecken, wiederentdecken und ihre Texte nochmal neu lesen, um Züge, weil sie the youngest mind bleibt offensichtlich. Haben Sie nochmal, sagen wir mal, aus Ihrer Sicht nochmal ein paar Fragen an die jungen Frauen, die jetzt Anfang 20 sind und deren Berufsleben noch vor Ihnen steht? Haben Sie da Fragen zu deren, was Sie zu Mary Parker Follett, wieso erreicht Mary Parker Follett insbesondere auch die Generation der heute Anfang 20-Jährigen? Haben Sie da vielleicht noch Fragen? Also ich fand es faszinierend. Ja, ich möchte mich da gleich anschließen und ich danke den drei Frauen ganz, ganz herzlich, Cecile, Lara und Sophie, großartige Arbeit, die ihr da geleistet habt, wirklich interessant, hat für mich auch neue Zugänge ermöglicht in etwas, was so zeitgemäß ist, finde ich. Das ist wirklich, das wird wahrscheinlich nie veralten. Und was mich jetzt wirklich interessieren würde von euch dreien, was nehmt ihr ganz persönlich mit oder was habt ihr für Erkenntnisse für euch und euer Leben gewinnen können während dieser Arbeit? So, was verbindet euch und was nehmt ihr daraus mit in euer Leben und wie setzt ihr das vielleicht sogar um? Jetzt schon. Romy, ich würde ganz kurz noch was davor fragen wollen. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen? Wie seid ihr auf sie gekommen? Weil die fällt ja jetzt nicht vom Himmel. Ja, also wir können es ja eigentlich ganz offen sagen. Wir haben Präsentationsthemen vorgegeben bekommen und wir haben sie uns dann ausgesucht. Also okay. Es war ja mehr oder weniger vorgegeben und uns hat dann aber auch dieses... Sie wurde halt bezeichnet ja als Prophetin des Managements und uns hat es dann halt ganz persönlich interessiert, auch weil sie ja dann auch eine Frau ist für die damalige Zeit, wie sich das alles dann, wie sie ihre Management-Theorie dann entwickelt hat. Genau, also im Endeffekt waren gewisse Themen vorgegeben, aber wir haben uns sie dann auch gezielt rausgesucht. Also wir wollten unbedingt dieses Thema haben. Waren dann aber auch eher, sage ich jetzt mal, blind in das Thema reingeworfen. Wir kannten sie auch vorher nicht. Also sie war uns auch vorher nicht bekannt. Ja, die Fragen von Romy und Sonja gerne auch noch, wenn Cecile oder Lara sich melden möchte. Nee, Sophie, pardon. Genau, ja, dann nehme ich da mal drauf Bezug. Also ich mache gerade mein Praxissemester im Jugendamt in der Erziehungsbeistandschaft und da sind Konflikte auch zwischen Eltern und Kindern und in jeglicher Form auch an der Tagesordnung und so ein bisschen passend auch da vielleicht das Beispiel in Bezug auf Mary Parker Follett. Mit dem Konflikt halt zu arbeiten, ihn als Chance zu nutzen und daraus was Positives zu ziehen. Also einen Konflikt zwischen einem Elternteil und einem Kind als anders zu nehmen und sich dann an den runden Tisch zu setzen und zu gucken, okay, was liegt halt wirklich an, woran können wir arbeiten, was können wir angehen, was gibt es für Punkte, zu Nachhaltigkeit, das sind so Sachen, finde ich, die man ganz gut auch in die Praxis übertragen kann in der Arbeit. Cecile? Ja, ich kann gerne auch noch was dazu sagen. Also ich denke, wir können da alle drei für uns ganz viel mitnehmen, aber für mich war es vor allem auch so ein bisschen dieses Strukturen zu hinterfragen in Unternehmen, die man eben oft kennt, weil vieles, also wir sprechen jetzt ganz viel über tolle Konfliktlösungen und Machtpotenzial und so, aber sehr viel ist ja leider doch immer noch sehr hierarchisch und sehr wenig nach den Ideen von Mary Parker Follett aufgebaut und dass man sowas überhaupt mal hinterfragt und auch so merkt, okay, es gibt irgendwie andere gute Konzepte, die man ja irgendwie auch mal ausprobieren könnte und vor allem auch, was das Thema Macht angeht, also ich mache mein Praxissemester bei Pro Familia in Ludwigshafen und auch da sind natürlich Konflikte im Leben der KlientInnen sehr präsent, aber dann auch andererseits
die Macht oder Ressourcen der KlientInnen irgendwie wahrzunehmen und es denen auch bewusst zu machen, wo irgendwie ihre Macht auch ist und wie sie die einsetzen können, aber auch nicht in dem Sinne, dass man alles für die anderen Menschen macht, sondern eben auch in diesem Empowerment-Gedanken sie eben dazu befähigt, dann ja die eigenen Möglichkeiten und Machtpotenziale irgendwie auszunutzen. Also so in dem Sinne, denke ich, kann man auf jeden Fall viel mitnehmen. Ja, ja, spannend. Martina? Ja, also es kommt jetzt schon ein bisschen hin, was wir gerade gesagt haben, aber meine Frage wäre nochmal gewesen, also es ist keine neue Management-Theorie. Sie war jetzt auch, sage ich mal, ich komme ja aus einer amerikanischen Kultur, ist sie da anders gelebt, als man das lange in Deutschland gesehen. Seid ihr jetzt bei euren Studien und Arbeiten auch darauf gestoßen, warum sich vielleicht noch so viele Unternehmen so schwer tun, ihre Management-Theorien zu überdenken? Also jetzt sage ich, es ist über 100 Jahre alt, es ist geschrieben, wir haben den Peter Drucker, der in die gleiche Richtung stößt. Aber seid ihr auch auf Punkte gekommen, warum es manchmal in bestehenden Organisationen so schwierig ist, sich mit neuen Management-Leadership-Theorien, Konzepten auseinanderzusetzen? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Ich habe da natürlich meine eigenen Erfahrungen, aber das wäre jetzt sehr spannend, mal eure ganz frische Sicht darauf zu bekommen. Also wir hatten uns tatsächlich damit auseinandergesetzt, den Teil haben wir nur aus Zeitgründen aus der Präsentation rausgestrichen, beziehungsweise Mary Parker Follett hat tatsächlich auch selbst einige Kritikpunkte genannt oder gesagt, warum ihre Theorie vielleicht auch nicht so umgesetzt wird. Und dann ist es natürlich einmal das, dass eben sehr viele Menschen auch sehr gerne in Machtpositionen sind und ihre Macht gerne ausnutzen. Und das, glaube ich, auch tatsächlich heute so immer noch ist. Und vor allem Menschen in Führungspositionen diese Macht dann vielleicht auch gar nicht so gerne abgeben würden. Vor allem, weil es ja dann heißen würde, dass man Unternehmen grundlegend umstrukturieren müsste. Und natürlich, was ja vorhin auch schon angesprochen wurde, auch ihre Idee der Konfliktlösung ist natürlich erstmal etwas zeitaufwendiger, als wenn ich mich als Führungsperson dahinstelle und sage, ja, so läuft es jetzt und Diskussion ist zu Ende. Heißt nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, Sachen trotzdem auszudiskutieren und dass das letzten Endes einen Mehrwert hat. Aber ich denke, oft ist der einfachste Weg sicher ein anderer und oft wird dann vielleicht halt auch der gewählt. Ja. Sophie und Lara, können Sie da noch aus Ihrer Sicht noch was hinzufügen? Also ich würde jetzt sagen, dass Cecile gerade auch nochmal diese Punkte gut zusammengefasst hat, warum ihre Theorie mehr oder weniger auch vergessen wurde. Also man kann ja wirklich davon sprechen, dass sie in Vergessenheit geraten ist. Und ich finde es klasse, dass dann gerade durch so Möglichkeiten sie wieder ein bisschen bekannter wird. Genau, und es war ja auch eine ganz, das hatten wir im Fazit ganz kurz angeschnitten, das war ja auch eine ganz neue Art der Theorie mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Also jetzt von dem Aspekt der Konfliktlösung, von den unterschiedlichen Konzepten. Wir haben jetzt auch nicht alles komplett reingenommen aus Zeitgründen tatsächlich, das hat Cecilia auch schon gesagt. Sie hat sehr in viele unterschiedliche Bereiche entwickelt und so, dass die Theorien von ihr sehr differenziert sind und da würde ich mich Cecile einfach anschließen. Ja, toller Hinweis von Ihnen dreien, letztendlich auch die Frage zu stellen, warum wird Mary Parker Follett immer wieder vergessen? Warum gerät sie in Vergessenheit? Was ist dann in den Gesellschaften los, also in der US-Rezeption der Diskussion, wenn man die letzten 100 Jahre zumindest so ansatzweise versucht zu verfolgen, gab es sozusagen so eine Welle in den 1940er Jahren als Renaissance zu ihren Ideen der 20er Jahre, dann in den 60er Jahren im angelsächsischen Bereich, davon hat, man liest es ja auch bei den Texten von Drucker, der hat ja in diesem einen Buch, das die Martha Graham in den 90er Jahren herausgegeben hat, stammt ja der Begriff The Profit of Management von Peter Drucker. Da gibt es eine kleine Anekdote dazu, dass Drucker mal bei einem Kongress in den 60er Jahren in Großbritannien, in London,
nach einem Vortrag von einem britischen Kollegen angesprochen worden ist. Also Peter Drucker, was du uns hier da gerade erzählst, das erinnert mich doch sehr stark an Mary Parker Follett. Und Peter Drucker dann daraufhin, Mary who? Er hatte noch nie von ihr gehört, obwohl er sich dann in dem Fall in der New York Universität schon 20 Jahre auf dem Lehrstuhl für Management oder 15 Jahre sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also es wurde dann, wenn man so will, immer mit 2-3 Dekaden Abstand wieder ihre Ideen hervorgehoben. Dann später auch in den 90er Jahren von der Britin, diesem Buch, was ich gerade erwähnte, in dem Drucker das Vorwort schrieb. Und heute jetzt, wenn man so will, auch wieder. Also vielleicht die Frage, die Cecilia gerade eben gestellt hat, warum ist es so? Vielleicht auch nochmal die Frage nochmal zurückgeleitet an Romy, Sonja und Martina. Was könntet ihr drei dazu sagen? Warum ist so eine Vordenkerin, ich würde sagen, sie zählt wahrscheinlich zum bedeutendsten Quellcode dessen, wenn wir über was ist Management sprechen, kann man eigentlich an ihrem Namen gar nicht vorbeikommen. Aber warum kennt ihn keiner? Warum kennt ihn keine? Das ist eigentlich das große Rätsel. Was ist aus der Sicht von euch dreien da vielleicht noch hinzuzufügen? Was könnte eine Antwort auf diese Frage von Cecile sein gerade eben? Soll ich mal anfangen? Gerne. Okay. Ja, das fällt einem ja einfach auf, dass es vergessen wird. Ich denke auch, es ist erstmal sehr kompliziert, es ist schwierig, weil es dauert länger, der Prozess ist langwieriger, das stand ja auch auf einer der Folien. Ich glaube aber auch, und jetzt kommt der sehr konservative Teil in mir und der vielleicht so Barmer Ersatzkasse vor 100 Jahren, auch nicht alle Menschen wollen diese Freiheit. Also Struktur und Führung und klare Machtverhältnisse geben auch Sicherheit, so komisch sich das anhört. Also das hat auch Vorteile. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also es sind auch nicht alle Menschen dafür gemacht. Und deshalb funktioniert es vielleicht auch nicht. Ein anderer Ansatz ist auch, das erlebe ich eben mehr in meiner anderen Hälfte, da wo ich nur mit Themen und Entwicklung führen muss und mit Ideen. Man muss den Menschen auch vertrauen. Und das finde ich gerade so in Organisationen und in einer solchen arbeite ich eben in der Krankenkasse als Körperschaft des öffentlichen Rechts, wo wir immer noch sehr hierarchisch strukturiert sind. Die Themen werden immer komplexer, die Themen waren immer komplex. Aber diese Freiheiten bedeuten auch, dass man den Menschen mehr Verantwortung gibt. Und das ist, glaube ich, ganz schwer da loszulassen. Auch für die Unternehmenskultur. Und es ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden, das dann wirklich in einen anderen Regelrhythmus zu bringen. Und jetzt auf meinen Bereich bezogen, Krankenkassen sind eben auch in diese Gesamtkonstruktion der gesetzlichen Krankenversicherung der gemeinsamen Selbstverwaltung eingebunden. Also es gibt ja einen größeren Kontext noch darüber und der verändert sich eben auch nicht. So, das heißt, man kann noch so viel progressiv führen oder neue Managementansätze entwickeln. Aber manchmal muss noch eine viel größere Welt mitgedreht werden, damit sowas nachhaltig werden kann. Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen. Das mache ich nicht, weil das würde dann in Diskussionen hineinführen, wie wir die Gesundheitsversorgung anders organisieren müssen. Da reden wir auch alle von Verzahnung und Vernetzung und Integration und so weiter. Und es passiert nicht. Und manchmal frage ich mich, Henne- und Ei-Problem, ja? Haben wir die Institutionen, die sich nicht verändern können, oder haben wir die Menschen nicht, die sich da verändern? Also es ist nicht einfach, aber eine Vertrauenssache ist es auch. Und das kennen Organisationen, viele Organisationen nicht. Vielleicht darf ich da noch einen kleinen Nachtrag zu dir noch reingeben, Sonja. Wir hatten letztes Mal bei unserem Summit vor einem Jahr den Elis Huber zum Beispiel bei einem Forum dabei, der frühere Sprecher der Berliner Ärztekammer. Und der hat ja in der Richtung auch solche Ideen, die er, sagen wir mal, an der Selbstverwaltungsstruktur und an den politischen Rahmenbedingungen vorbei, sagen wir mal so ähnlich wie du, mit Ideen versucht, nachdem er jetzt in solchen Themen weiterarbeitet, gerade auf der präventiven Ebene was zu machen. Also wir haben ja insbesondere in Deutschland ein riesiges Land mit einem riesigen, du hast die Versicherten erwähnt, 9 Millionen bei euch. Wir haben natürlich
im Vergleich, wenn wir jetzt auch, wir haben uns über Bürsorg kennengelernt, in den Niederlanden, eben insgesamt so viele Versicherten in den Niederlanden wie bei uns, allein bei euch in der Krankenkasse. Wir haben natürlich durch die Strukturen eine relativ große Misstrauenskultur zwischen den verschiedenen Subsystemen, also ja. Ärztekraft, Krankenkassen, Politik und so weiter. Das führt natürlich nicht dazu, dass Vertrauen gepflegt wird und wir da in der Richtung wirklich bahnbrechende Veränderungen durchführen können. Letztendlich, wie wir es bei den Niederlanden auch sehen, ist es ein soziales Startup, vor 15 Jahren gegründet, die alles anders machen und mitarbeiterorientiert und menschenorientiert an den alten ambulanten Pflege zu Pflegebedürftigen das alles anders machen. Und dann, wenn die Strukturen darüber geordnetes verstehen, dann gibt es möglicherweise die Möglichkeit, die bahnbrechende Innovation auch im sozialen Gemeinwohlbereich, nachdem die überökonomisiert und bürokratisiert worden ist, wieder rückgängig zu machen, von dem du ja auch sprichst. Aber insofern, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Hinweis, dass wir die Freiheit ist möglich und so Leute wie Mary Parker Follett zeigen, dass es geht. Und letztendlich sind auch solche Inkarnationen dieser Ideen wie Bürsorg sind auch Belege dafür, dass es geht. Also Selbstverantwortlichkeiten. Schwierig in Deutschland. Ich war mit Bürsorg im Bayerischen Gesundheitsministerium vor ein paar Jahren. Wir haben es versucht, sagen wir mal so. Okay, aber jetzt natürlich auch noch vielen Dank an Sonja, das Feedback von Romy und Martina. Da ist noch eine Wortmeldung. Ja, also auch die Warte, meine Erfahrung ist, also viele dieser Management-Philosophien, Konzepte, Leadership-Modelle, also sind ja jetzt nicht von gestern, aber es ist halt ganz oft, es muss halt tatsächlich an der Spitze eines Unternehmens auch ernsthaft wahrgenommen werden, wie will ich führen, wie will ich verändern, wie will ich eine Unternehmenskultur prägen. Es geht halt auch nicht von heute auf morgen, das ist manchmal ein jahrelanger Prozess. Und ich sage, man muss dann auch immer schauen, ich meine, jetzt haben wir hier Krankenkassen auf der einen Seite, ist ein ganz anderes wirtschaftliches Umfeld, als wenn ich jetzt über eine IBM und eine Technology-Branche spreche, die sehr stark amerikanisch geprägt ist, wo ich vielleicht auch mit ganz anderen Typen von Menschen im Unternehmen arbeite. Aber für mich gilt da ein bisschen dieses alte Sprichwort, der Fisch stinkt am Kopf. Wenn es oben nicht gewollt ist und von oben reingetragen wird in die Kultur und dann auch auf allen Management-Ebenen entsprechende neue Menschen, andere Menschen da platziere, dann ist es ungefähr so vergleichbar wie mit der Frauenquote, ja? Wo ich sage, das ist ja heute kein faktisches Problem, das ist ja ein Führungsproblem. Ja, und deswegen glaube ich nach wie vor, dass wir viele Organisationen haben, die halt so ein Thema, wie führe ich in die Zukunft, wie entwickle ich meine Unternehmenskultur, meine Managementkultur, meine Wertekultur, meine Leadershipkultur, wenn ich das nicht zur Chefagenda mache, sondern irgendwie meinem Kommunikationschef oder meinem HR-Chef auf den Tisch lege, dann fehlt halt der Organisation die Authentizität und der wirkliche Glaube daran, dass es auch gewollt ist, dass das Unternehmen das tatsächlich verändern will. Ja, also von daher, ja, wer will es wirklich? Danke, Martina, dass sich Cecil gemeldet hat. Ja, ich würde mich da tatsächlich direkt anschließen. Also ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein langer Prozess ist. Und zwar, ja, dann doch nicht mal nur in Unternehmen, sondern sogar gesellschaftlich. Also dass halt auch einfach so die Ausbildungen in dem Bereich, was das angeht, irgendwie halt immer noch mangelhaft sind. Und ich von Anfang an in der Schule versucht wird, wenn man irgendeine Debatte führt, werden Pro- und Kontra-Argumente gesammelt und ich versuche jetzt die andere Seite zu schlagen. Und so das ungefähr wird dann halt auch im Leben und in Unternehmen weitergeführt. Und dann ist es halt auch, ja, einfacher, fühlt sich auch gut an, die eigene Lösung irgendwie durchzusetzen, statt sich dann zu überlegen, naja, wie führe ich das ganze Unternehmen neu oder wie mache ich das Ganze innovativer? Dann halt einfach zu sagen, ja, ich setze da jetzt meine Sachen durch und dann passt es schon. Natürlich irgendwie der einfache Weg und auch das, was man, ja, was man so gewohnt ist irgendwie. Ja. Danke, Cecil. Bevor wir jetzt auch den Chat öffnen, es kommen jetzt die ersten Wortmeldungen auch schon von unseren Gästen, beziehungsweise unser Mitglied, sehe ich gerade. Doch nochmal eben natürlich
von Romy, was denkst du dazu? Wieso ist Mary Parker in Vergessenheit geraten? Warum gerät sie immer wieder in Vergessenheit? Um dann vielleicht im nächsten Schritt dann mit Johannes Grimm mal kurz in den Chat reinzugucken mit den Fragen und Anmerkungen, die da gekommen sind, und dann im nächsten Schritt nochmal auch direkt die Fragen aus dem Publikum. Ja, also ich bin voll dabei, was ihr da alles sagt, Sonja, Martina, Cecil. Ich sehe es sehr gleich, und all die Punkte, die ihr angesprochen habt, von Verantwortung gar nicht unbedingt tragen wollen, Vertrauen und so weiter. Ich frage mich da, ob diese gute Frau damals überhaupt verstanden wurde und ob sie heute überhaupt wirklich verstanden wird, weil ich vermute, das könnte auch ein Thema der Bewusstseinsentwicklung sein. Und ich glaube, dass, wenn man so an Konzepte wie Spiral Dynamics denkt, dass wir Menschen ja nicht alle auf der gleichen Ebene sind vom Bewusstsein her. Und das hat jetzt nichts Wertendes. Das heißt nicht, dass ein bestimmter Bewusstseinslevel vielleicht weniger wert oder mehr wert wäre als ein anderer. Aber ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Verständnisse, wie wir die Welt sehen und was wir überhaupt verstehen und bewusst wahrnehmen können. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass manche Menschen da einfach auch ganz anderes Selbstverständnis haben und ganz andere Zugänge. Und ich glaube, dass unsere Managementwelt heute, so wie sie gebaut ist, auch noch nicht sehr viel von flächendeckendem Vertrauen jetzt gerade geflutet ist. Und ich glaube, dass es eben genau das brauchen würde. Ich glaube, es braucht hier den Shift von der Misstrauens- in die Vertrauenskultur, um eine andere Grundlage zu haben, um diesen Safe Space zu haben, um Fehler machen zu dürfen. Heute muss man ja aufpassen, dass man keine Fehler macht, weil mit Fehlern ist man angreifbar. Man darf keine Fehler machen und deshalb muss man alles im Griff haben. Und dann sagt man lieber mal, mach mal lieber eine Ansage, statt dass man sich verletzlich macht und lässt dann vielleicht von renommierten Beratungsunternehmen noch absichern, dann kann man einem keine Vorwürfe machen. Also da finde ich schon diese Frage der Bewusstseinsentwicklung, fände ich spannend, auch noch mit einzubeziehen. Super, vielen Dank, Romy, genau, Bewusstseinsentwicklung. Ich hatte auch so mir sozusagen so als Zwischenthese, als Zwischenfazit nebenher aufgeschrieben, bevor du es sagtest. Insofern, da sind wir ganz beieinander. Ob sie richtig verstanden worden ist. Ich würde auch sagen, sie ist immer noch unserer Zeit voraus. Zumindest sie wird einfach noch nicht verstanden, weil die kritische Masse sich wirklich so radikal auf das Organisieren neu zu denken, kaum von jemand seit 100 Jahren so in dieser Radikalität und auch mit diesen, wenn man so will, wenn man sie liest, mit ihren einfachen, aber unglaublich gut beschriebenen Worten und Begriffen das beschreibt. Das ist schon faszinierend, auf jeden Fall wichtig. Jetzt haben wir eine kleine Frage auch an Herrn Klifken. Sind Sie einverstanden, wenn ich Ihre Wortmeldung ein bisschen noch zurückstelle, weil Johannes Grimm uns jetzt nochmal kurz die Wortmeldungen, die ja vorher schon entstanden sind, im Chat nochmal kurz zusammenfasst, sodass wir dann an unser Podium nochmal vielleicht die eine oder andere Frage zurückgeben können und natürlich auch vielleicht ein paar Statements, von denen Johannes jetzt gleich noch was. Passt auf jeden Fall. Okay, bis gleich. Gut, wunderbar. Ich würde gerne wesentlich ein Statement bzw. ein Zitat von Peter Drucker, das die Frau Stelle hier gepostet hat, gerne aufs Podium geben. Und zwar das Zitat: The purpose of a business is to create and keep a customer. Ist das Zitat old-fashioned oder ist es noch gültig? Und daran hat sich eine relativ spannende Diskussion im Chat, glaube ich, wie man auch lesen kann, entwickelt oder entfacht. Ich würde es einfach mal aufs Podium geben. Ja, ist das im Prinzip, widerspricht sich jetzt? Also ist der Purpose-Gedanke ein Ticken größer geworden? Oder ist es so hart, dass es nur um den Kunden geht? Ja? Ja, danke an Johannes. Darf ich es ans Podium an alle sechs zurückgeben? Also wenn okay, würde ich da anfangen. Ja? Ja, klar. Also natürlich ist ein Kunde wichtig.
Ja, aber ich glaube, das Thema The Purpose nur auf den Kunden zu beziehen, ist zu kurz gesprungen. Sondern das muss ja auch immer irgendwo in dem Gleichklang stehen. Was entwickle ich für den Kunden und wie steht da meine Organisation dahinter? Aber logischerweise ohne eine erfolgreiche Kundenbeziehung und eine nachhaltige Kundenbeziehung ist es auch schwierig, ein gutes, wirtschaftliches, profitables nach vorne zu gehen haben. Aber es ist nur eine Facette. Ja, ich muss ja auch sagen, es ist ja auch Purpose eines Unternehmens, was es macht, wie es es macht, wie nachhaltig erzeuge ich Produkte, wie nachhaltig sind meine Angebote, wie nachhaltig ist mein eigenes Wirtschaften. Aber ich finde, das, was man vor 20 Jahren gesagt hat, the customer is in the center of our thinking, ist nach wie vor wichtig. Aber inzwischen gibt es eben auch die Wichtigkeit, it's my employee, it's in the center of my thinking. Und Sustainability is in the center of my thinking. Und das in Gleichklang zu bringen, ist, glaube ich, die große Herausforderung, die die meisten Unternehmen heute haben und auch weiterhin haben werden. Und das, weil das gerade gekommen ist, mit dieser Fehlerkultur, wo darf ich Fehler machen und wo nicht? Ich meine, wir haben ansteigende Compliance-Anforderungen, ansteigende Risk-Management-Forderungen. Also es wird nicht einfacher, diese Freiräume im Unternehmen zu schaffen, weil auf der anderen Seite natürlich auch die gesetzlichen Anforderungen immer steigern. Also wie gesagt, ja, der Kunde ist wichtig, aber es gibt auch noch zwei, drei andere Dinge, die sehr wichtig sind und das muss gut miteinander in Einklang gebracht werden, ist meine Meinung, meine Erfahrung und so würde ich auch denken, dass uns das die nächsten Jahre beschäftigt. Da würde ich mich genau anschließen wollen, sehe ich auch so und die Anforderungen Risk Management und Compliance, Vertragsmanagement und so weiter, da werden Spielräume auch enger. Das ist mit Sicherheit so, es wird komplizierter. Und mit dem Purpose und den Kunden, das dauert dann immer so eine Welle an. Als die Krankenkassen geöffnet wurden, da war dann der Beitragssatz, der wurde dann so zum Ping-Pong-Ball. Ja? Man überbot sich mit Zusatzbeitrag, Nicht-Zusatzbeitrag. Und irgendwann haben die Menschen dann auch gemerkt, das macht es jetzt auch nicht aus. Das ist nicht das, was eine Krankenkasse ausmacht. Dass das innerhalb eines Solidarsystems sowieso stattfindet und ich sag mal, um Chemotherapien und andere Dinge gibt es gar keinen Wettbewerb. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber es hat 20 Jahre gedauert, bis das jetzt wieder so ein bisschen abflaut. Also man schwingt auch immer im Zeitgeist mit. Ich finde, der Soziologe Andreas Reckwitz hat das eigentlich sehr schön gesagt. Der hat ja so die Epochen so ein bisschen eingeteilt. Aufbau Wohlfahrtsstaat, dann in den 70er Jahre erste Krise, dann kam so die Deregulierung, Abbau des Wohlfahrtsstaats und jetzt kommen wir wieder in eine ganz andere Sphäre hinein. Also man schwingt auch immer im Zeitgeist, in den Zeitverläufen auch ein bisschen mit. Das dauert immer, man sieht es dann so nach einer Weile, Strukturreformen und solche Sachen, aber das darf man auch nicht unterschätzen. Danke, Herr Sonja. Hat noch jemand vom Podium eine Replik zu dieser These? Ja, was mir so durch den Kopf geht, ist, auf der einen Seite könnte man ja sagen, es ist old fashioned. So. Und auf der anderen Seite kann man sagen, okay, aber wenn der Sinn von Organisationen tatsächlich ist, Spuren in dieser Welt zu hinterlassen und diese Welt ein klein wenig voranzubringen, dann ist ja die Frage, für wen stiftet die Organisation dann einen Mehrwert für die Kunden? Und insofern, also ich glaube, das Zitat hat so wie eine vordergründige und eine tiefere Dimension. Und insofern, glaube ich, darf man es nicht zu kurz und zu oberflächlich nur beantworten. Ja. Diese also Frage. Drucker hat vielleicht einen kleinen Hinweis von meiner Seite. Ich hatte mich da auch mal in Boston mit dem Amar Bide, der ist dort an der Tufts-Universität unterwegs und hat eine interessante Studie herausgearbeitet, letztendlich in der Weiterentwicklung von Drucker auch. Also was Drucker auch unter Kunden meint, könnte man mit Amar Bide nochmal interpretieren. Es kommt vor allem auf die innovativen Kunden und Kundinnen an. Also die Frage ist nicht Kunden und Kundinnen generell, sondern immer auch besonders darauf Augenmerk zu achten, wer sind denn möglicherweise unsere innovativsten Kundinnen und Kunden? Und nicht nur die, sondern auch natürlich heute ganz stark unsere noch nicht Kunden und Kundinnen. Also die,
dieser systemische Blick, dass wir gerade im Management an der Grenze zur Außenwelt stehen, dort ist es eben nicht nur die reine Kundenfrage, so ganz klassisch der typische Kunde im Fokus, sondern eben auch die potenziellen Kunden und vor allen Dingen die innovativsten Leute, die uns ein Feedback geben, was wir eigentlich tun, wie wir das tun und ob wir da noch Verbesserungs- und komplett vielleicht auch bahnbrechende Innovationen, komplette Turnarounds vor uns stehen, wie wir es ja in vielen Industrien, gerade Industrien, auch erleben in den letzten 10, 15 Jahren. Mhm. Hat noch jemand aus dem Podium noch eine? Ich würde ganz kurz Winfried, Johannes, eine direkte Rückfrage stellen, was ist mit einem innovativen Kunden gemeint? Naja, ich sag mal, ich bin oft in Ostasien unterwegs, insbesondere in Korea. Südkorea ist wahrscheinlich, gerade wenn man jetzt Martina im IT-Bereich, die haben wahrscheinlich die innovativsten Kundinnen und Kunden der Welt. Also das ist seit 10, 15 Jahren, seit gut 10 Jahren, seit ich regelmäßig in Korea bin. Die haben eine große Bereitschaft, sich auf noch halbfertige Dienstleistungen und Produkte einzulassen, Software zum Beispiel auch oder auch technische Produkte, und sind bereit, sagen wir mal, mit den Leuten, die solche coolen Dinge anbieten, auch durchaus im Modebereich und Kosmetik und bei verschiedensten Bereichen. In Berlin gibt es ein Startup, da kann man seine Gleitsichtbrille innerhalb von Stunden bekommen, wenn man die dort bestellt. Also sagen wir mal, diese Schnelligkeit, diese sich einlassen in verschiedensten Bereichen auf die wirtschaftliche Dynamik, das ist, glaube ich, schon spannend. Also wer im Konsumgüterbereich und auch mit den Endkunden, nicht nur im B2B-Bereich unterwegs ist, wird bestimmte Märkte müssen wir im Prinzip in den Fokus setzen. Und insofern sind die innovativen Kunden auch dort, wie zum Beispiel in Korea, wahnsinnig dynamisch zu finden. Also wer die Kunden und Kundinnen versteht, wird immer am Ball sein und den Rhythmus und die Zukunftsfähigkeiten erhalten können. Also das ist die Antwort darauf. War die Frage nicht nur an mich, sondern auch an unser Podium gerichtet? Ich glaube, es war einfach jetzt wichtig, für den Kontext zu verstehen, wie okay. Das gemeint war. Genau. Aber ich kann vielleicht noch eine zweite Frage aus dem Plenum raus nochmal aufs Podium geben. Und zwar letztlich die Frage, was bedeutet es für junge Menschen? Macht Sinn? Hier ist das Beispiel NGO genannt, wo sich dann auch wieder eine Diskussion entzündet hat daran, zu einer Zeit zumindest Management an sich in einer NGO kennenzulernen, wo eben, sag ich mal, eher oder wahrscheinlicher Power with angewendet wird oder zur Anwendung kommt, als in der, sag ich mal, als in einer Organisation, die als wirtschaftliches Unternehmen arbeitet. Ja, wer möchte da? Also wir haben natürlich mit Martina aus dem gewinnorientierten Bereich und Sonja aus dem, NGO ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest Non-Profit-Bereich theoretisch. Zwei Vertreterinnen dieser beiden Welten. Also ich meine, Erfahrung schadet ja nie. Und sich das anzuschauen und sich da was abzugucken oder was die anders machen. Aber ich glaube, es ist halt ein sehr unterschiedliches, prinzipielles wirtschaftliches Denken da, ob ich eben Profit-, Markt-, Kapitalmarkt-orientiert bin, ob ich ein NGO bin, ob ich Null-Profit bin. Also das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber sich da auszutauschen und voneinander zu lernen oder voneinander zu erfahren, schadet sicherlich nie. Aber es gibt halt, ich meine, das kam jetzt heute Abend gar nicht so hoch, aber wie gesagt, stark amerikanische Kultur. Ganz wichtig, wie managen Sie Ihre Stakeholder? Und ein Stakeholder sind halt Ihre Investors und ist der Aktienmarkt. Ich meine, das hat jetzt halt eine NGO eigentlich gar nicht zu betrachten. Aber ja, im Austausch, im Dialog und sich die guten Praxisen oder die guten Erfahrungen gegenseitig mal mitzugeben, finde ich auf jeden Fall wertvoll. Ja. Sonja, vielleicht? Ja, würde ich genauso sehen. Also diese unterschiedlichen Welten kennenzulernen. Bestimmte Steuerungsinstrumente jedoch werden überall die gleichen sein.
Also Kostencontrolling und solche Sachen, das haben wir ja auch. Also das ist ja auch, also diese Managementinstrumente sind ja auch in den Körperschaften angekommen mittlerweile. Von daher so sehr, dass man den Purpose manchmal nicht mehr erkennt, unseren ureigenen Purpose. Vielleicht so die Synthese, oh ja, Susanne? Ja, vielleicht würde ich trotzdem gerne noch einen bisschen anderen Aspekt da reinbringen. Also Körperschaft des öffentlichen Rechts hatte ja sicherlich nochmal andere Anforderungen als jetzt ein größerer eingetragener Verein mit einer hauptamtlichen Geschäftsführung, mit einem Büro und einem Vorstand, der noch dabei ist, oder einer Stiftung oder einer gemeinnützigen GmbH. Da sind ja manchmal auch Entscheidungsstrukturen ganz anders als jetzt in Unternehmen, weil es gibt dort vielleicht einen Vorstand, der eine Satzung trägt, die bestimmte Vorgaben macht, was der Zweck dieser Organisation sein soll, der aber letztendlich der Gesellschaft dienen soll. Und da das Thema alleine, wie auch schon die Entscheidungsprozesse, bringen dann manchmal mit sich, dass man da sehr viel in diesem Power-With-Kontext arbeitet und nicht in dem Power-Over-Kontext. Und das spielt, glaube ich, schon eine Rolle und es ist ganz anders als in Unternehmen, die Produkte produzieren und auf den Markt bringen. Ja. Also der Austausch lohnt sich sicherlich. Okay, vielen Dank an euch drei zu dieser Antwort auf diese Frage, ja, was kann man letztendlich von NGOs, von Non-Profit-Organisationen erlernen? Auf jeden Fall mal die Erfahrung machen, würde ich auch bestätigen. Vielleicht noch von meiner Seite, ich habe beide Seiten in beiden Welten kennengelernt, also im Bereich aus der Industrie, also wir haben uns in der Peter-Drucker-Gesellschaft, im Prinzip ruht die Peter-Drucker-Gesellschaft, die Mannheimer, auf den Schultern von einem Projekt aus dem Toyota-Produktionssystembereich, also Lean Production. Und wir sehen gerade bei bestimmten Industrieunternehmen wie bei Toyota, dass man eben sehr stark, und das ist im Prinzip das lebende Beispiel auch von Mary Parker Follett, dass man im Prinzip durch Weltklasse an Verbesserungsvorschlägen pro Mitarbeitenden im Monat, dass man über eine andere Unternehmenskultur mit Bottom-up-Vorschlägen, mit Verbesserungsvorschlägen auch eine ganz andere Prozessexzellenz erreichen kann. Auch das ist sozusagen das, was in der Industrie auch, wenn man so will, in Anlehnung an Mary Parker Follett passiert ist. Und auf der anderen Seite sehen wir erschreckende Ökonomisierungsbeispiele im Sinne des Verlustes der Marktorientierung, des Verlustes der Gemeinwohlorientierung in Non-Profit-Organisationen, mit denen ich in den letzten 10, 15 Jahren auch diskutieren musste, diese Schwäche auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Du hast es ja uns auch von der Krankenkasse erzählt, wie ihr euch da in Richtung mit meinen Worten, Misstrauenskultur zu Vertrauenskultur wieder hinarbeitet, sagen wir mal so. Aber jetzt haben wir noch 20 Minuten und das hatten wir uns die Zeit auch nochmal genommen, um direkte Fragen von unseren Gästen zu hören. Vielen Dank an Susanne. Gleich damit begonnen. Dann haben wir mehrere Hands up. Am besten wird die Reihenfolge vielleicht Johannes erstmal die Regie darüber machen und ich würde jetzt, sagen wir mal, unsere internen Mitglieder noch einen kleinen Moment bitten, auch wieder an den Herrn Clifton noch mal eine Sekunde zu warten, vielleicht die erste Frage von unseren Gästen direkt von unseren Mitgliedern stellen zu dürfen. Vielleicht wäre mein Hinweis an Johannes. Genau, also dann bitte Frau Meyer, Sie hatten ja direkt sein Gebeten darauf, Stellung nehmen zu können. Bitte. Ja, ich fand es super klasse, dass Studenten die Konzepte vorgestellt haben. Und aus meiner eigenen Erfahrung vor über 20 Jahren ist genau das Thema. Wie können wir junge Menschen heute mit dieser etwas anderen Management-Denke in Kontakt bringen? Und meine etwas provokative Frage war, ob man nicht mit dem Power-With anfangen sollte und dann in anderen Organisationen Power-Over kennenlernen. Das persönlich finde ich vielleicht wie so eine Art Impfen mit dem Positiven. Wie könnte es denn gehen, dem, was im agilen Kontext die ganze Zeit gefordert wird, damit anfangen und dann das auch vorhandene Power-Over kennenlernen? Und wie können Unternehmen das nutzen, um jungen Menschen Power-With zu ermöglichen und trotzdem auch Power-Over kennenzulernen? Das wäre so eine Mischung, die ich mir wünschen würde in der Wirtschaft, aus der eigenen Erfahrung beides zu kennen und dann aber auch besser unterscheiden zu können.
Ja, ich gebe direkt weiter. Bei mir sind fast die Tränen gekommen, in Anführungsstrichen. So hat mich Ihre Frage am Kern genau berührt. Aber ich gebe mal weiter an unser Podium. Johannes, guckst du mal, wer sich meldet. Ich kann es leider von der Ferne nicht erkennen. Also sind wir jetzt hier nochmal gefragt? Ist das ja, genau, ja. Ja. Also ich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass das ja teilweise so passiert, weil es gibt natürlich in allen großen Organisationen Bereiche, wo dieses Power-Wiss auch viel, viel leichter gelebt und etabliert werden kann. Dann gibt es Bereiche, wo man halt vielleicht in der Tat sehr mission-critical, ja, sehr mission-critical Geschäftsprozesse, sehr mission-critical Geschäfte mit dem Kunden, wo ich sage, da habe ich in einer Krise, in einem Notfall in der Tat nicht die Zeit, jetzt hier in dem Moment nach der besten Lösung zu suchen, sondern da muss ein Krisenmanagement entscheiden, wir machen A, B, C. Und wenn wir die Krise besänftigt haben oder die Krise lösen konnten, dann wird eine Nachbetrachtung gemacht, wie können wir das in Zukunft verhindern. Also ich würde jetzt mal für das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, sagen, es gibt sehr wohl und es ist auch wirklich Ziel, vor allem eben auch in der Entwicklung von Führungskräften, sie in unterschiedliche Positionen zu bringen, wo sie eben auch in unterschiedlichen Arbeitsbereichen unterschiedliche Leadership-Styles erfahren, aber auch erlernen können, weil ein Krisenmanagement ist was anderes, als wenn ich in der Entwicklung oder in dem Ideation-Prozess bin bei dem Beginn einer Projektarbeit. Ja? Oder jetzt dann eine Migration von geschäftskritischen Anwendungen von einem System A nach B, da will ich jetzt nicht try fast, fail fast haben, sondern da will ich schon wirklich eine prozessgestützte, klare Struktur haben, wie komme ich jetzt von einer Welt A in eine Welt B. Aber ich finde es gut und kann nur hoffen, dass viele Unternehmen das in ihrer Entwicklung von Führungskräften vorsehen, eben auch die Führungskräfte in unterschiedliche Bereiche zu bringen, weil Krisenmanagement ist nicht überall gleich und Projektentwicklung ist nicht überall gleich und je breiter der Erfahrungsbackground des Einzelnen ist, umso besser kann er halt auch für sich dann abschätzen, wo kann ich was wie anwenden, weil es gibt ja keine Patentrezepte. Ja? Jede Situation wird ein bisschen neu sein, aber wünsche ich mir, dass das Unternehmen, so wie Sie beschrieben haben, eigentlich viel aktiver ihren Führungskräften antragen. Frau Meier, ist Ihre Frage damit beantwortet? Ich sag mal ja. Ich möchte es eher noch so als Appell dastehen lassen. Wer auch immer mit jungen Menschen zu tun hat, ihnen die Möglichkeit zu geben, so früh wie möglich eben einfach dieses Konzept Power With zu erleben und dann selber zu entscheiden, weil mit Power Over kommt jeder schon in der Schule in Kontakt. Einfach irgendwo zu schauen, kann ich mit Power With vielleicht auch die Ziele erreichen. Das wäre so das, was ich mir für junge Führungskräfte wünschen würde im HR-Bereich, dass das in der Personalentwicklung immer und immer wieder mal Raum bekommt. Ja, herzlichen Dank. Okay, wir schreiben es in unser Hausaufgabenheft, sowohl diejenigen, die in der Führungsverantwortung stehen, als auch die Hochschulen wie ich, die natürlich in der Ausbildung von jungen Leuten mit diesen beiden Konzepten einerseits, Sie haben es gesagt, die jungen Leute versuchen damit zu impfen und andererseits natürlich auf die Wirklichkeit da draußen auch hinauszuschicken und zu sagen, ja, wie wir es am Anfang auch von unseren drei Studentinnen erfahren haben, das und jenes habe ich jetzt im Praktikum erlebt und das wieder natürlich wieder zu spiegeln. Aber jetzt hat sich Herr Klifken gemeldet. So, jetzt sollten Sie mich auch hören. Erstmal ein Kompliment an die Studentinnen, dass Sie das so toll aufgearbeitet haben und die Diskussion ist ja ganz hervorragend gelaufen. Denn meine eigentliche Frage, kann man das übertragen, auf Kunden haben Sie eigentlich schon längst beantwortet. An der Stelle erstmal wirklich spannend. Der Gedanke, der mir noch gekommen ist und die Frage, die ich gern stellen würde, wie geht man mit so etwas weiter um? Jetzt haben wir sie entdeckt.
ja, sie liegt dann da und ist entdeckt? Oder geht es weiter in der Fragestellung, gerade mit dieser Entdeckung auch zum Beispiel empirische Forschung zu betreiben, die auch nochmal klarstellt, dass dieses Empower Wiss um einen so viel besseren Beitrag sowohl bei der internen Führung als auch nach dem Wirken nach außen sich darstellt? Also was ich gelernt habe, war so ein bisschen, wer intern oder was ich vermute, ist eine Arbeitsvermutung, wer nach intern nicht mit Power Wiss arbeitet, wird auch niemals nach außen mit der gleichen Art und Weise arbeiten, weil ein Organismus homogen ist. Und da würde mich interessieren, ob es da Ansätze gibt oder ob es schon was Bekanntes gibt oder ob es sogar in die Reise weitergeht, um das noch griffiger zu kriegen und dadurch übertragbarer und bewerbbarer zu werden, was Sie behaupten. Ja, möchte jemand auf Herrn Klifkens Frage antworten? Mir geht durch den Kopf, dass das möglicherweise auch gar nicht so die Frage nach Ansätzen, Konzepten, Methoden, Tools und so weiter ist, sondern dass es da eben tatsächlich um die Reife, die Menschlichkeit einer Führungsperson geht, um die Persönlichkeit, um wie viel Vertrauen hat sie und wie viel ist sie durch Ängste gesteuert, wo braucht sie die Kontrolle und hat vielleicht Befürchtung, den Einfluss zu verlieren, wenn sie eine Tat durchgreift und so weiter. Ich habe die Vermutung, dass es durchaus auch mit dem Menschen an sich, mit der Persönlichkeit, mit dem Bewusstseinsentwicklungsgrad einer Führungsperson zu tun hat, wie dann das entsprechende Umfeld auch gestaltet wird. Dem kann ich mich anschließen, Romy. Ich würde auch sagen, mit einem Begriff, den Drucker ja auch dann später geprägt hat, Führungskraft zu werden, irgendwann mal geworden zu sein und zu bleiben und sich da weiterzuentwickeln, heißt eigentlich, wir wissen das auch aus den Ursprüngen der Business Schools, to be an educated person. Also das heißt, sich lebenslang auch in seiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Wir nennen das dann in den sozialen Organisationen so einen Supervisionsprozess, den mitzumachen und auch sich selber, Drucker sagte auch, der morgendliche Blick in den Spiegel, hast du vorher ja auch gesagt, Romy, was ist meine Lebenskraft? Und das ist letztendlich auch der Punkt, den Drucker und Mary Parker Follett da immer wieder heran. Es geht gar nicht so sehr um die Methoden und die Ansätze und auch jetzt das Modell des Managements, sondern ja, das gibt es ja auch von Mary Parker Follett an vielen Stellen ihrer Texte. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen und auch Organisationen, die Kultur verändern wollen, setzen wir immer beim Individuum an. Also in der Führungskraft, die morgens in den Spiegel guckt, in den Mitarbeitern, die weniger Wachmacht haben, aber trage ich auch all mein Wissen als Knowledge Worker, hat es Drucker ja auch ausgedrückt, als Knowledge Worker habe ich die Pflicht, anderen zu erklären, woran ich eigentlich gerade arbeite, was mir so wichtig ist und warum ich mich vielleicht als einzige Person in der Organisation zu einem bestimmten Punkt auskenne, vielleicht innovative Kunden in Klammer oder was auch immer, technische Entwicklung. Und ich habe die Bringschuld den anderen Wissensarbeitenden gegenüber, zu erklären, um was es eigentlich geht. Also Lifelong Learning, Persönlichkeit, Professionalität hat mit damit zu tun, dass man, und das sieht man ja auch an den Leuten wie Drucker, die sind bis ins hohe Alter immer dabei. Drucker hat nie einen Kofferträger oder sowas, wie man das so schön sagt, gehabt. Er hat immer alles auf einer sehr Augenhöhe-Ebene mit allen Menschen kommuniziert und hat insofern eigentlich mit einer großen Bescheidenheit eigentlich auch sein Lebenswerk immer gepflegt. Ich glaube, das ist Bescheidenheit, Ausdauer sind solche Tugenden, wenn man so will, die man in der Antike findet, die sehr viel mit dieser Frage zu tun hat, die Follett und Drucker heute in die Welt gebracht haben. Also es ist eine Selbstorganisationsfähigkeit. Der berühmteste Begriff, den Drucker ja geprägt hat, Management by Objectives, ist in Deutschland komplett missverstanden worden. Weil dahinter steht and self-control. Also der Originaltext heißt Management by Objectives und dahinter steht and self-control. Also dieser Prozess, das für Ziele zu sorgen, hat immer mit mir auch zu tun, wie ich mich in diesen Prozess einbringe. Das ist eigentlich das Geheimnis von Drucker geblieben. Man hat ihn nie, an dem Punkt auch nicht richtig verstanden. Aber jetzt bin ich ein bisschen, Entschuldigung,
einen kleinen Exkurs geraten. Aber Hermann Doppler hat noch. Romy, ja, bitte. Ja, wenn ich da vielleicht noch anmerken darf, lieber Winfried, ich habe noch keine einzige Organisation gesehen, die bei der Selbstorganisation und Agilität tatsächlich funktioniert über längere Zeit, ohne dass ein Mensch dahinter gestanden hätte, der eben genau dieses Bewusstsein entwickelt hat, der hier einfach als Mensch weitergekommen ist. Das bei allen, auch all diesen Beispielen, die Frederik Laloux zum Beispiel zitiert, ist das immer so gewesen, dass da ein Hüter der Quelle einfach den Rahmen gehalten hat. Spannend, ja. Okay, Hermann Doppler. Ja, also zunächst nochmal herzlichen Dank an die drei Studentinnen, wirklich gut auch herausgearbeitet, super rübergebracht. Ja, was geht in mir vor? Ich habe gedacht, gesunder Menschenverstand. Vieles ist sehr ähnlich zu Peter Drucker. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sind wir da nicht? Wir sind in einer gruppendynamischen Welt. Also ich war in vielen unterschiedlichen Führungspositionen und jedes Mal findet man unterschiedliche Situationen vor. Und es ist letztendlich, glaube ich, das Streben nach der Perfektion im Sinne vom Toyota-Produktionssystem mit 80% Lösung von einer Lösung zur besseren Lösung. Und ich glaube, auf der einen Seite müssen wir uns wesentlich mehr mit diesen Themen beschäftigen. Und das ist natürlich, wenn ich führen will, dann brauche ich auch Führungskompetenz. Und das ist ein Teil der Führungskompetenz. Aber die andere Seite, das, Romy, hast du gesagt, ist das Thema Persönlichkeit. Also ich glaube, führen durch Persönlichkeit, das ist eine ganz gewaltige Nummer. Und wir haben viel führen bei Rezepten. Nicht? Da hat irgendeiner was gelesen, das funktioniert und dann macht man das mechanistisch. Es geht sehr, sehr stark mehr in diesen transformationalen Stil hinein, wo man auch hineinfühlt in die Organisation. Wie tickt die Organisation? Die Organisation tickt unterschiedlich. Und da gilt es natürlich, führen heißt andere erfolgreich machen, habe ich von meinem Chef vor 30 Jahren mal gehört. Ich glaube, das hat halt heute noch die Bedeutung, wie kriege ich es hin, mit meinem Team in einer gewissen Art und Weise wohlwissentlich, was ideal ist und auf der anderen Seite akzeptieren zu müssen, dass man selber nicht ideal ist und dass auch die Menschen nicht alle ideal sind. Und wenn ich so in die moderneren Dinge reingucke, gefällt mir die Retrospektive da ganz gut. Also wenn ich jetzt mal, Review ist das eine, das andere ist die Retrospektive, wo man sich auch mit den Menschen nicht miteinander im Unternehmen beschäftigt. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass wenn man man braucht letztendlich das Verständnis für das Leben und für die Praxis. Und sonst verzweifelt man da drin. Also ich habe irgendwo mal gelernt, Gott gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, dass das der wichtigste Rat ist, auch gerade, und das ist mir auch wichtig als älterer Mensch, das an die jungen Menschen rüberzugeben, denn ich weiß, wie frustriert ich früher manchmal war, weil die Welt nicht so tickt, wie es toll wäre, wie sie ticken könnte. Nicht? Und deswegen kann ich immer nur sagen, das Thema Persönlichkeit, und mir ist aber wichtig, wir brauchen ein Verständnis dafür, aber wir dürfen nicht aufgeben, dass das Streben nach der Perfektion, nach dem Toyota-Produktionssystem, was ja kein Produktionssystem ist, sondern ein Management-System. Ja, vielen Dank, Hermann. Nochmal die Frage an Johannes. Was gibt es noch aus dem Chat oder aus den Fragen aus dem Plenum der Gäste? Ich denke, wir haben die großen Fragen, die zu Diskussionen geführt haben, denke ich, sehr, sehr gut beantwortet. Und es kamen jetzt so keine weiteren. Wir haben natürlich noch 5 Minuten, deswegen gerne nochmal, wenn Fragen sind, die posten. Traudl-Ort sehe ich gerade. Okay, ja, dann bitteschön. Ja, Frau Ort? Ja, ich war nochmal inspiriert von dem, was Sie, Herr Doppler, gesagt haben. Und zwar hat mich beschäftigt die Führung, die direkt am Shopfloor passiert. Das heißt, die Führungskraft, die mit den Mitarbeitern arbeitet, wie gut ist die in der Regel ausgebildet? Also ich erlebe einfach in meiner Beratungsarbeit, dass ganz viele Führungskräfte niemals wirklich ausgebildet wurden, auch nicht in ihrer Persönlichkeit weiter reifen konnten. Und das beschäftigt mich eben. Ich glaube, dass in den höheren Hierarchieebenen das vielleicht etwas anders aussieht, aber dort, wo wirklich Führung wichtig ist und passiert, wir immer noch heute viel zu wenig investieren.
Und das würde mich einfach mal interessieren, ist das ein Blick, den ich nur habe aufgrund meiner Kunden oder wie erleben Sie das? Das würde mich einfach von den anderen mal interessieren. Ja, wer mag darauf antworten? Ich denke, es ist gemischt. Also es ist anders als vor einigen Jahren noch, aber natürlich werden auch immer wieder Positionen vergeben, wo die Menschen eben noch nicht dementsprechend aufgebaut sind. Das ist, hat sich verändert. Ich glaube, es ist viel mehr Augenmerk schon darauf gerichtet, dass Führungspositionen oder Menschen auch darauf vorbereitet werden. Aber ja, es gibt dann trotzdem auch immer wieder Stellenbesetzungen, die dann eben auch nicht so sind. Also wenn ich das gerade nochmal hinzufügen darf, gerade in Verwaltungsbereichen oder in Industriebetrieben, die vielleicht verwaltungsähnlich aufgebaut sind, ist es immer noch häufig so, dass eben der beste Sachbearbeiter erstmal zur Führungskraft gemacht wird und oft noch nicht mal vielleicht ein eigenes Führungsverständnis hat oder vielleicht auch, weil er nicht ausgebildet ist, warum auch immer, gar nicht in seine Führungsrolle einsteigt. Und Mitarbeiter verzweifeln teilweise, weil Führung fehlt. Also das ist so das, was ich, vielleicht male ich jetzt ein bisschen schwarz, das bin ich eigentlich sonst gar nicht. aber mich beschäftigt es halt, weil ich immer denke, da könnten wir eine ganze Menge tun. Ja. Aber wenn ich da nochmal reinspringen darf, also ja, würde ich Ihnen auch total recht geben. Es ist anders als vor 10 Jahren und deutlich anders als vor 20 Jahren. Aber wie ich vorher meine Erfahrung wiedergegeben habe, jedes Unternehmen legt auch einen anderen Schwerpunkt darauf, wie sie Führungskräfteentwicklung machen. Ja, bei vielen liegt nach wie vor der Schwerpunkt mehr auf der gemachten Erfahrung versus den persönlichen Fähigkeiten, ein guter Leader zu sein. Und da kann man eigentlich nur dranbleiben, denn die Next Generation wird mit anderen Erwartungshaltungen in die Unternehmen kommen. Und bei der IBM gab es immer den Spruch, people are joining a company and leaving managers. Ja, und jetzt haben wir noch dazu den War of Talent. Also der Druck auf die Führungskräfte und das Druck auf das Unternehmen, den Führungskräften mehr Zeit zu widmen in ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, eben nicht nur die sachlich-fachlichen Kenntnisse, sondern eben auch die sozialen, persönlichen, Team, Collaboration, den Menschen empathisch anders abholen, der wird enorm steigen, weil das wird die Arbeitsumgebung der Zukunft sein, auch im Produktionsbetrieb. Ja, bin ich total felsenfest davon überzeugt. Von daher bleiben Sie dran und beraten Sie die gut. Mir fällt noch eins dazu auf. Also dieses, man baut dann eine Person auf. Ich finde, viele Themen kann man gar nicht mehr alleine als eine Führungskraft verantworten. Also wenn ich mal in unser Beispiel die Arzneimittelbereich zum Beispiel, die Dinge sind so komplex, da werden dann aber auch Menschen gesucht, die wirklich so eierlegende Wollmilchsäue mittlerweile sein sollen. Und das finde ich, ist ein eklatanter Fehler. Und weil das kann keine Schulter mehr tragen. Und da sind wir, glaube ich, längst noch nicht so weit, sowas wie, ich weiß nicht, kooperierende Führungskräfte oder also das, die Führung anders zu organisieren. Also alles verfestigt sich in einer Person, die soll total integer sein, die soll erfahren sein, sie soll hip sein, sie soll alles Mögliche sein. Das kann kein normaler Mensch mehr erfüllen. Und das finde ich zunehmend schwierig. Da geht mir gerade was noch durch den Kopf. Ich hatte heute ein Telefonat mit einem lieben Kollegen und der hat mir erzählt, hey, ich war Mittagessen mit einem der Mitarbeiter dort, der war in einem Seminar bei uns und hat gesagt, hey, was habt ihr mit dem gemacht? Der ist so anders, der ist plötzlich so offen, der ist plötzlich so, so kraftvoll, der ist plötzlich so präsent, der ist ganz bei sich. Und ich glaube, dass Menschen in gewissen Organisationen auch so in Stress sind und dass sie manchmal durch ihre Rollen, je nachdem, was an diesen Plätzen, diesen Rollen, diesen Organisationen vorher schon Geschichte war und schon passiert ist,
dass da auch Rollen aufgeladen sind, Menschen manchmal auch entkräften, dass es was macht mit den Menschen. Ich glaube, dass Rollen stärker sind als Menschen und dass wir gar nicht unbedingt die Individuum jetzt zu stark fokussieren und sagen, das ist jetzt einfach eine schlechte Führungskraft. Ich glaube, dass ein guter Rahmen auch wichtig ist, wo Menschen sich dann entfalten können und zu sich selber kommen können und in ihre Kraft kommen können und dann einfach auch ganz anders wirken. Aber wenn ich das nochmal sagen darf, schauen Sie mal, würde man einem Arzt vertrauen, wo man sagt, der hatte jetzt 2-3 Jahre Zeit, in einem guten Rahmen sich zu entwickeln, aber er hat keine Ausbildung bekommen. Und im Grunde müssen unsere Führungskräfte auch richtig was leisten, bekommen aber in der Form nicht diese Ausbildung. Man glaubt, sie müssten schon mit den Fähigkeiten geboren sein oder sie würden sich automatisch in der Umgebung entwickeln. Und das finde ich manchmal so verrückt, dass es so Unterschiede gibt. Also man gönnt jedem eine gesunde Ausbildung, einem Auszubildenden, einem, ich weiß nicht, jegliche Weiterbildung umfasst mehr, wie wir heute unseren Führungskräften angedeihen lassen. Vielen Dank, Frau Ohr. Ja, ich glaube, genau. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Vielen Dank. Ja, aber das sagen Sie gerne natürlich noch. Ja, ich wollte nur sagen, das steht auch gar nicht im Widerspruch, ne, Frau Gerhard, das, was Sie sagen, sondern eher in der Ergänzung. Okay, wobei bei Ihrem Votum gerade eben natürlich wir auch als Hochschulen gefordert sind. Letztendlich heißt es ja, wir haben es in einer Wissensgesellschaft mit Wissensarbeitenden zu tun und natürlich wäre das sinnvoll, wir auch anfangen von der Schule sogar schon, aber auch natürlich in Ausbildung an den Universitäten, wenn man sozusagen das Etikett nach einem Bachelor oder Master bekommt, Wissensarbeiter zu sein, dass wir in der Richtung diese Themen auch sehr viel stärker integrieren, was wir nicht tun. Also was auch extrem schwierig ist für mich als Hochschullehrer in diesem Bereich, meine Kollegen davon und Kollegen davon zu überzeugen. Vielleicht von meiner Seite, wir kommen ans Ende. Das letzte Schlusswort gebe ich unseren 3 jungen Frauen, unsere Studentin nochmal. Aber vielleicht von meiner Seite noch ein kleiner, wenn man so will, eine Zusammenfassung, die ich mir für den Schluss aufgehoben habe. Man könnte auch die Frage, die wir schon andiskutiert hatten, warum gerät Mary Parker Follett immer wieder in Vergessenheit? Sie war ihrer Zeit, sie ist immer noch ihrer Zeit voraus. Das haben wir diskutiert. Und ich würde es vielleicht mit anderen Worten auch so ausdrücken. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Und insofern ist natürlich die zentrale Frage, die, wenn man so will, mitschwingt bei dem Ganzen, was Mary Parker Follett entwickelt hat und an Philosophie mehr als Methodik entwickelt hat, ist im Grunde genommen die Frage, sie hat ja im Prinzip die Leute im Blick, die, wenn man so will, Wissensarbeitende sind. Und heute ist es ja eben selbst in der Produktion niemand mehr, selbst in der Industrieproduktion, Drucker spricht von den Knowledge Technologies. Also das sind zwar keine Leute, die jetzt nur über Abstraktion ihren Beruf ausüben, sondern natürlich in der Verbindung zwischen, sagen wir mal, eine tolle Facharbeiterin hat beides. Die hat Abstraktionsfähigkeit und praktisches Geschick. Also insofern sind wir angekommen im 21. Jahrhundert in einer Welt von Wissensarbeitenden. Und die eigentliche Frage, die Mary Parker Follett später dann Drucker und andere stellen, ist, und keiner kann sie beantworten bis heute. Wir sind Suchende und wir haben diese Beispiele, die Romy genannt hat, zum Beispiel. Wie erhöhen wir die Produktivität oder auch die Leistungsfähigkeit von Wissensarbeitenden? Mit welchen Management-Formen, Strukturen? Das ist eigentlich die Frage. Und das ist nach wie vor, ist Mary Parker Follett unserer Zeit voraus? Und sie hat Antworten schon gefunden damals, die immer noch absolut gültig sind. Also vielleicht so von meiner Seite das Schlusswort. Aber jetzt nochmal zurück an unsere 3, die ja von allen Seiten gelobt wurden. Was sind Ihre letzten Worte zu unserer Runde heute? Sie haben das Wort. Okay, dann fange ich einfach mal an. Also ich fand diesen Austausch sehr spannend und auch, wie sich das Ganze entwickelt hat und auch schön zu sehen, was wir durch unsere Präsentation anregen konnten und was auch für Diskussionen entstanden sind, um einfach zu versuchen, dass Mary Parker Follett nicht in den Hintergrund oder nicht vergessen wird, weil wir einfach noch viel von ihr lernen können. Und das fand ich sehr schön zu sehen.
Ja, ich würde mich da tatsächlich anschließen. So viel. Oder magst du zuerst, Sophie? Nee, alles gut, mach ruhig. Genau, ja, also ich habe da sonst auch gar nicht so viel noch hinzuzufügen. Ich fand es auch einen sehr schönen und spannenden Abend auf jeden Fall und fand auch den Austausch total wertvoll. Genau, ich denke oder hoffe, dass wir da alle irgendwie was mitnehmen können für die Arbeit oder auch für die eigene Person, was Neues gelernt haben irgendwie. Genau, es hat mich gefreut auf jeden Fall. Genau, ich fand es auch ganz interessant, weil hier ja auch ganz viele Frauen vertreten sind, die da eine Meinung dazu haben und mich auch so ein bisschen daran erinnert, genau, so nochmal die weibliche Perspektive. genau, ja, ich fand es auch einen schönen Austausch, interessante Eindrücke und genau, ich konnte auch viel mitnehmen und danke für den interessanten Abend. Genau, ja. Danke. Und stellvertretend nochmal für die Gäste. Susanne, hast du noch ein kleines Wort von deiner Seite? Ja, ich vielen Dank für die ganzen Einsichten und auch für die Diskussion. Fand ich sehr spannend und ich weiß, dass ich jetzt als nächstes suchen werde, welche Lektüre empfohlen werden kann für den Einstieg in die Gedankenwelt von Mary Parker Follett. Also herzlichen Dank. Ja, also es war uns ein großes Vergnügen. Vielen Dank. Dieses Forum hat riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank auch Sie von den Gästen, so toll mitdiskutiert zu haben. Ich denke, wir konnten einen kleinen Beitrag leisten, dass diese wunderbare Vordenkerin ja nicht in Vergessenheit gerät. Schönen Abend und vielleicht bis morgen.